und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich heute auf drei spannende Winzer mit mir am Tisch. Einmal auf den Jochen 30acker vom Weingut 30acker aus Rheinhessen. Hallo, Grüß Jochen. Denise. Hi. Du hast uns zwei badische Winzer diesmal eingeladen, gell? Nämlich einmal den Julian Huber vom Weingut Bernhard Huber. Jawohl. Und den Friedrich Keller vom Weingut Franz Keller. Richtig. Und ich bin jetzt schon total froh, weil ich habe so viele Namen hingekriegt, da können wir jetzt direkt schon mal drauf anstoßen, Leute. Schön, schön zum Wohl, schön, dass ihr da seid. Also ich war ja in Baden bei euch, habe euch besucht. Es war sauschön, wobei ich jetzt mal sagen muss, der Julian hat gesagt, bei ihm ist viel schöner als bei dir. Mhm. Ja. Aber wo, als du bei mir warst, hast du natürlich mir zugestimmt, wo ich gesagt habe, bei uns ist schön. Dann musste ich gleich mal verpetzen. hat er wieder vom Heckeland gelästert. Ja. Ja. Aber die haben beide gesagt, bei uns wäre es nicht so schön. In Rheinhessen. Ja, Bade ist schon hübsch, aber nein, wir haben ja auch eine. Was soll man sagen? Lass mal reden. Wollen wir das so stehen lassen? Alles war ein Charme. Also. Ganz genau. Also wir haben jetzt mit einer guten Würze haben wir hier schon mal begonnen. Was haben wir in dem Glas eigentlich? Super lecker. Mhm. Malterdinger 2018, Julian, was dazu sagen? Ja, das ist bei uns im Prinzip der Einstieg in die Chardonnays von unserem Haus, von der Stilistik her, genauso behandelt wie unsere reinzartige Chardonnays. Hier ist ein kleiner Anteil Weißburgunder noch mit drin. Mhm. Aber das wird im Prinzip alles auch im Holz vergoren. Da sind ungefähr 30% neue Fässer mit drin. Mhm. Der Rest sind zweite und dritte Belegungen, manchmal auch eine vierte Belegung mit drin. Ja, das liegt relativ lang auf der volle Hefe. Macht zu 100% eine malolaktische Gärung. Und das musst du mal erklären. Also im Prinzip, wo die Äpfelsäure einfach umgewandelt wird in Milchsäure und CO2. Und dadurch wird das Ganze ein bisschen runder, wird ein wenig schmelziger. Die Frucht geht etwas mehr in den Hintergrund. Und stabiler. Und der Wein wird natürlich mikrobakteriell auch stabil. Mhm. Und das bedeutet auch, dass man diese Sache dann auch ohne Filtration abfüllen kann. Also mir lasse denen einfach genug Zeit, bis sie sich komplett abgesetzt habe. Mhm. Und ja, so sieht es dann aus, wenn er auf der Flasche ist. Also kommt immer mal vor, dass es nicht ganz brillant ist, dass ein leichter Schleier drin ist. Aber wir versuchen da schon natürlich auch... Einfach Flasche dann zurückbringen ins Wein. Okay. Du machst aber alles im Barrik. Genau, alles im Barrik, ja. Und ja. Wir versuchen da natürlich halt auch einfach diese Hochdruckphasen auszunutzen, wo einfach die Hefe sich auch ein bisschen kompakter und abgesetzt hat, um so eigentlich auch möglichst brillant in die Flasche zu kommen, ohne dass man es noch filtrieren müsste. Ihr filtriert, ihr zwei anderen hier am Tisch? Meistens, ja. Kommt drauf an halt, ja. Also wenn es so Sachen gibt, wie der Julian sagt, wenn alles BSA hat und alles mikrobiell stabil ist und keine Trübung hat und sowas, also dann machen wir es auch unfiltriert. Also bei Rotwein, also bei Pinots machen wir eigentlich alles unfiltriert, da geht es gut. Und bei anderen Sachen kommt es drauf an. Ja. Kann schon mal sein, dass wir sind ja unsere warme Gegend, dass wir gerade zum Beispiel beim Grauburgunder oder sowas mal kein BSA machen. Wenn du das nicht hast, dann musst du filtrieren im Endeffekt. Ne? Es kommt ja, glaube ich, auf die Rebsort an und auch auf den Typ und auf die Brillanz hinterher. Ne? Also im Burgunder steht das brutal gut. Beim Riesling kann es auch manchmal kontraproduktiv sein. Also wirklich auch wie die... Also wie auseinanderfällt oder irgendwie... Ja, oder zu breit wird irgendwann. Ne? Also wo er einfach die Brillanz verliert, finde ich. Also das stimmt, das gibt es bei den Burgunder auch. Also es gab auch Jahrgänge schon bei uns, wo man gedacht habe, vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen, wenn man es nicht doch ein bisschen leicht filtriert hätte. Okay. Das Klarere. Ja, sie kriegen dadurch schon auch eine andere Brillanz rein, auf jeden Fall. Also wenn sie sich nicht komplett abgesetzt haben, dann muss man es auch manchmal machen. Generell versucht man es, wenn sie einfach dann auch klar schmecken, dann auch zu lassen. Aber, also Filtration ist nichts Negatives, nicht? Das jetzt in dem Sinn. Ja. Nee, aber ich finde auch, es muss einfach Sinn machen. Ne? Ja, genau. Julian, sag doch mal genau, wo dein Weingut ist, weil Baden ist ja groß. Ja. Nicht so groß wie Rheinhessen. Das ist korrekt. Das ist aber immer gut. Malterdinger liegt im Prinzip 20 Minuten nördlich von Freiburg. Mhm. Direkt an der Grenze zum Kaiserstuhl, aber wir haben nicht die Ehre, dass wir zum Kaiserstuhl zählen. Genau, aber du hast es auch ganz nah nach Frankreich, gell? Du hast ganz genau, nah... wir sind direkt an der Elsässer Grenze eigentlich innerhalb von 15 Minuten, 20 Minuten. Und der Schwarzwald kommt auch um die Ecke. Schwarzwald, klar, direkt hinter Freiburg oder bei uns auch hinter Freiamt hoch. Dann ist man eigentlich direkt wieder in der Vorbergzone dann drin. Oder wir befinden uns in der Vorbergzone. Das kennt man bei uns gar nicht, gell? Dass quasi die Reben so am Wald stehen. Das ist schon geil. Das ist schon auch... Halt Hügel, da fährst du auch Sanfte Hügel. Ja, es beeinflusst natürlich auch wahnsinnig. Es beeinflusst unser Klima, alles Mögliche. Ja. Also das ist auch im Prinzip, diese Vorbergzone profitiert dann auch von den Wolken, die einfach auch hängen bleiben. Durch das sind die Niederschläge dann auch dementsprechend, vor allem gerade in der Winterzeit, sehr ausgiebig, sodass man dann auch wirklich wieder die Bodenfeuchtigkeit auffrischt. Also obwohl es da warm ist, habt ihr eigentlich genug Feuchtigkeit da? Ja. Mehr Feuchtigkeit als hier. Als ihr, siehst du.
Und was ich so interessant fand, dass du gesagt hast, da standen so Akazienbäume an dem Weinberg und da hast du gesagt, selbst die beeinflussen die Weinberge. Genau, also das ist ja überall. Ich meine, jeder Baum nimmt irgendwo Einfluss, ob er einen Schatten wirft oder Energie zieht im Boden. Und gerade die Stücke an der Waldränder, die sind natürlich dementsprechend noch stärker betroffen davon. Ja. Und Akazie, sondern im Prinzip dann halt auch im Frühjahr, also bestimmte Öle aus, wo die Rebe auch nochmal drauf reagiert, vor allem während der Blüte. Und da verrieselt es meistens nochmal ein bisschen mehr. Dann bleiben die Beeren nochmal ein bisschen kleiner und die Traubenstruktur lockerer. Also ist ganz interessant. Muss weniger eigentlich wegschneiden sozusagen. Ja, lieber dranhängen als manchmal. Ja. So, und du bist dann im schönen Teil von Baden sozusagen. Das hast du es gesagt, aber ja, ich würde zustimmen. Also wir sind 20 Minuten voneinander entfernt, aber eigentlich komplett andere Typizität. Also wir haben auch weniger Niederschlag, wir haben ganz andere Boden, wir haben ein anderes Terroir. Kaiserstuhl ist im Prinzip einfach so eine Insel in der Rheinebene zwischen Vogese und Schwarzwald. Und in dieser Insel, das war eine ehemalige Vulkan. Ne? Und deswegen haben wir viel Vulkangesteine, ein Löss, der hergeweht wurde. Und diese Kombination macht es bei uns ein bisschen aus. Ne? Und wir haben es ja gesehen, ne? Die verschiedene Ecke, verschiedene Klimata, verschiedene Höhe. Davon leben wir eigentlich am Kaiserstuhl durch die Vielfalt auch so ein bisschen. Beim Julian ist natürlich viel Muschelkalk, das prägt die Weine. Bei uns ist viel Vulkan. Gibt es in Deutschland ja auch nur, wo gibt es über Vulkan nahe, glaube ich, ein bisschen. In der rheinhessischen Schweiz gibt es auch Vulkanspülen. Ja? Ja. Vulkanische Muschel, ja klar. Ich hatte meinen Flugscheißer-Moment für heute. Ja, sehr gut. Das ist schon das Thema, was uns ja auch beschäftigt. Ne? Deswegen, wo wir herkommen eigentlich, das beeinflusst uns immer. Was bei beiden ähnlich ist, jetzt bei dir am Kaiserstuhl noch ein bisschen mehr, sind diese Terrassen, ne? Diese unglaublich vielen Terrassen. Sieht ja total schön aus. Also wenn man jetzt so als Tourist kommt, denkt man, wow, aber ich finde das gar nicht so geil mit den Terrassen. Schöne Reisfelder. Genau, ein bisschen. Ja. Klar, dass sie natürlich riesige Bodemengen bewegt worden, stimmigerweise. Ne? Ja. Vor allem in den 50er Jahren. Und das, ich glaube, Oberberge ist eines von den wenigen Ortschaften, wo es noch relativ... Wo es ursprünglich noch ist, ja. Ursprünglich. Ich meine, die Terrasse, die haben halt, die sind ja nicht ohne Grund so da, weil also das hängt auch mit Wasser zusammen. Ne? Also gerade bei uns im Kaiserstuhl, ich würde auch sagen, wir haben so 500 bis 600 Milliliter Niederschlag, also das ist nicht unglaublich viel. Mhm. Und sehr heiße Temperaturen und durch diese Terrasse hält sich das Wasser natürlich auch ein bisschen besser, ne? Ja. In der Rebe. Und wir haben Probleme mit Erosion, wenn wir viel Lössboden haben und sowas. Und deswegen gibt es die Terrasse. Ne? Also es gab irgendwann mal so die Bewegung in den 70er, dass sie die riesige Flurbereinigung gemacht haben. Die sind natürlich, war die reinste Katastrophe. Jetzt im Nachhinein, weil das heutzutage würde es ja auch nicht mehr gehen. Da wird jeder Naturschützer sofort auf Barrikade gehen. Ne? Weil einfach ein komplettes Landschaftsbild sich verändert hat. Ne? Mutterbode weg, Mikroklima kaputt gemacht und so weiter. Mhm. Wenn man es behutsam macht, ist kein Problem. Aber damals war das noch... Das ist schon rabiat, ne? Rabiat, was die gemacht ist, haben. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und warum hast du die zwei eingeladen? Weil ich mich gefreut habe, weil es total spannend ist, weil die Jungs großartig in Wein machen, viel zu erzählen haben und ich neugierig bin. Nein, wirklich. Also ich glaube, die Weine von beide kennt jeder. Und ihr seid ja echt ein eingeschworenes Team jetzt, wo. Best Friends, sage ich. Wie kam das bei euch? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich meine, ihr seid 20 Kilometer voneinander oder 20 Minuten voneinander. 20 Minuten, ja. Ja, überwiegend über das Studium eigentlich dann. Da war es natürlich eine extrem intensive Zeit, wo man einfach halt auch jeder Abend studieren musste, ne, am Tisch. Das war also trinken. Ja, genau. Ja, learning by drinking. Aber ehrlich, das macht's ja aus, ne? Also ganz ehrlich, wenn du, also jetzt ohne Geiselnahmen zu schmälern, ich glaube, du lernst eine Vorlesung auch viel, aber ich glaube, zum Schluss lernst du eigentlich abends noch mehr, wenn du aber diejenige bist, die gute Wein zusammen trinken. Ja. Nee, also wir haben uns eigentlich vorher gar nicht so richtig gekannt vor Geiselnahmen, muss man ehrlich sagen. Ja, man hat sich gekannt, aber man hat nicht, man schätzt. Über Twitter halt und sowas, ne? Aber wir haben jetzt privat nichts zusammen gemacht. Julian zum Beispiel. Auch eher die Väter, gell? Ja, was heißt bei euch beide, also mit deinem Vater und sowas, wenn man es gesehen hat, mit hier Miss Europa oder sowas war es mal vorher. Und tatsächlich bei dir war es mal, ich hatte mal eine extrem peinliche Begegnung, aber was heißt peinlich? Ich habe da Eltern mal getroffen mit der Litwiner W zusammen in Dubai. Okay. Zum Mittagessen. Und ich schlaf gern. Und wir haben, und da Eltern waren, haben uns dann zum Mittagessen eingeladen. Ich war zufällig dort und haben die gesagt, komm, wir machen was zusammen. Die waren irgendwie, kamen aus Asien, haben da Zwischenstopp gemacht. Und dann haben wir Mittagessen gehabt. Ich habe von der Mittagessen nichts mitgekriegt, weil ich komplett eingeschlafen bin. Da bin ich irgendwann wach geworden, da hat der Mutter zu mir gesagt, das ist nicht schlimm, passiert mir mal auch. Aber war cool. Also das war die Erfahrung dazu. Ist schon ein paar Jahre her. Die Weine kennt man halt, ne? Also muss ich schon aussagen, also immer wieder hoch beeindruckend, wenn man über Pinot oder über Chardonnay spricht. Ja. Ist schon top. Ich meine, ihr macht ja, was ich gut finde. Das haben wir ja, versuchst du ja immer, dass du halt was
zum einen der Tradition kennst, zum anderen aber was weiterentwickeln willst. Und das ist kompromisslos. Mhm. Und dann geht man in sein, ich meine, ich mache das ja auch schon ein paar Tage, dann hast du halt immer wieder auch deine Kompromisse, wo du eingehen musst. Aber auf der anderen Seite versuchst du das halt auch zu vermeiden und halt einfach deinen Stiefel zu machen. Das macht dir halt großartig. Und ich finde, ich meine, jetzt auf dich bezogen jetzt zum Beispiel, ich kann von deinem Vater die Weine, die halt einfach nochmal ein bisschen, sagen wir, breiter und wärmer waren. Mhm. Und du ist es schon viel präziser geworden, was ich aber total spannend finde, weil ich irgendwie fast finde, nochmal so Upgrade oben drauf. Ne? Okay. Und du hast ja bei euch auch unheimlich viel geschärft. Das hat ja, finde ich, die Weine von früher zu heute, ist ja auch ein wenn ich so sage, ein Quantensprung. Ja? Ich glaube, es ist generelle Entwicklung, das ist bei uns auch gewesen. Ja? Also wenn du die Weine vorher bekannt hast, das... Ich hatte das ist auch schwierig. Ist nicht schlimm. Nein, das ist aber ein ganz anderer Stiefel gewesen. Wir haben auch einmal halt alles auf den Kopf gedreht, aber ich glaube einfach, bei euch waren... War halt auch schon ein ganz hohes Level da jetzt. Ne? Genau. Also wir haben halt angefangen, ne? Wenn ihr über Genetik spricht, auf die ihr zugreifen könnt. Das ist, ihr habt mit Tobi Knevels, habt ihr vorhin gerade gesagt, ich glaube, der ist ja auch einer, der viel von vornherein aufbauen musste. Ja. Darauf hingekommen. Und das ist ja unser hessisches Ding, dass wir sagen, wir sind junge Typen, die irgendwie Spaß haben und wollen Gas geben, aber wir müssen halt mal anfangen. Ja. Jetzt habe ich so ein bisschen nachgelesen. Ne? Also vor 700 Jahren waren schon da, wo dein Weingut jetzt ist, waren schon Weinberge. Also Weinberg auf jeden Fall, ja. Mhm. Und das war damals, also das steht im Güterbuch von Tennenbach im Prinzip, das ist ein Kloster, das 15 Minuten von uns entfernt ist. Und damals war der Gutshof, die Kurie, im Prinzip. Ich kenne die Geschichte schon. Ich erzähle es Friedrich, das erzähle ich ihm jeden Morgen. Ja. Kennst die Geschichten schon, ja? Ja, muss ich ein bisschen gedulden, ist auch gleich dran. Alles gut. Also der Gutshof befand sich in dem Gewann Münzhof Matten, das ist heute, wo unser Weingut steht. Mhm. Und rund um dieses Gewann waren da natürlich auch die Weinberge. Und da begann eigentlich schon die deutsche Geschichte vom Spätburgunder, kann man das so sagen? Die deutsche Geschichte vom Spätburgunder ist älter wie unsere Geschichte auf jeden Fall. Okay. Aber also in dem Güterbuch wird jetzt nicht explizit von Spätburgunder gesprochen. Mhm. Aber es heißt Rotwein, aber wir gehen natürlich davon aus, dass es Spätburgunder war. Natürlich. Was sollte das sonst gewesen sein? Sicht der Zensermönche wäre jetzt nichts anderes herbekommen. Naja, aber der Wein war damals schon eine Marke und das, was du jetzt hier eingegossen hattest, der Malterdinger, so hieß das damals auch. Also das war genau, Malterdinger war Synonym für Spätburgunder damals. Ja. Das, was wir jetzt aber hier im Glas haben, im Prinzip dieses weiße Pendant, das gab es. Klar, habe ich schon gesehen. Ja, also. Das ist dann im Prinzip von uns, da ist die Idee eher entstanden, weil in den 50er Jahren sehr viele Weinberge gemischt gepflanzt wurden bei uns rund um den Bieneberg. Mhm. Und damals hieß es dann auch immer, dass der Weißburgunder von Malterdinge so eine Signifikanz drin hat, einfach so ein bisschen ganz anders schmeckt. Und das war eigentlich hauptsächlich, weil ein Haufen Chardonnay mit drin war. Dementsprechend haben wir uns gedacht, das könnte man eigentlich auch mal so gut auf die Flasche bringen und da einfach dann auch Malterdinger draufschreiben und die Rebsorte gerade mal im Hintergrund lassen, weil die Herkunft für uns viel wichtiger ist eigentlich wie die Rebsorte. Der Herkunftsgedanke, ja. Wann ging es bei euch mit Chardonnay los? Also die erste Anlage bei uns im Malterdinger sind gepflanzt in den 50er Jahren. Das ist nämlich spannend. Mhm. Die haben das nämlich einfach mitgebracht und so getan, als wäre es Weißburgunder. Ja. Oder unabsichtlich sogar manchmal. Oder manchmal auch unabsichtlich. Also je nachdem. Ja. Das sind, ich meine, natürlich ein paar Winzer, spätestens nach dem zweiten, dritten Jahr, wenn man das Blatt sieht und die Traube sieht, dann haben sie es gemerkt. Aber die Anlage war natürlich investiert. Ne? Und das war, stelleweise ist das Gemisch gepflanzt worden, noch mit Auxerrois und Weißburgunder. Aber es gibt auch reine Chardonnay-Parzelle, die wirklich aus den 50er Jahren sind. Und noch das war so ein Hype, ne? Da war irgendwie Weißburgunder aus. Oder erzähl mal, wie das dazu kam. Das es war überall bei uns in der Gegend, das Weißburgunder, es war halt, alle wollten Weißburgunder pflanzen. Ne? Ja. Die Nachfrage an Weißburgunder war relativ hoch. Und es gab aber damals noch nicht so viele Rebschule und man konnte die Rebe auch nicht einfach... es gab halt nichts. Kannst halt nicht im Internet bestellen. Ja. Und dann sind die Winzer halt auch ins Elsass und sind ins Burgund und überall halt hin und schaut, dass sie halt Rebe kriegen. Und Pinot Blanc im Burgund oder im Elsass ist halt ein bisschen weit gefasste Begriff. Hammer. Jetzt seid ihr ja beides aber Burgunderweingüter, kann man so sagen. Ne? Und wie würdet ihr sagen, wie unterscheidet ihr euch? Oder sind es nur die Böden? Also ich sage jetzt mal, das oberste Ziel haben wir es, glaube ich, selber oder das ähnliche auf jeden Fall.
Das ist einfach Weine, Trinkfluss mit Anspruch, so vielleicht, ist so ein bisschen das Credo. Und dann in den unterschiedlichen Voraussetzungen halt auch. Ne? Es ist ja immer ein großes Zusammenspiel zwischen dem, was du hast, und das ist der Boden im Prinzip. Ne? Das ist, mit dem du dich auch identifizieren musst. Den musst du kennenlernen, den musst du fühlen auch irgendwo. Mhm. Und dann ist natürlich auch Charakter so ein bisschen, der Mensch spielt da natürlich eine große Rolle. Ne? Also vielleicht bin ich manchmal ein bisschen emotionaler und ein bisschen ruhiger vielleicht. Und vielleicht spürt man das in der Weine oder in den Entscheidungen im Herbst und so weiter. Ne? Also das hat alles einen großen Einfluss. Aber diese oberste Priorität ist schon einfach so eine, ja, sowas zu schaffen, dass die Flasche leer wird und Spaß macht und du irgendwie so eine, dass dich packt. Ne? Also und im Endeffekt natürlich auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal schaffst. Ne? Also eine eigene Identität. Man hat immer Vorbilder, aber man will ja dann trotzdem irgendwie für was stehen. Ne? Also, ja. Ja. Und Herkunft ist halt das Einzige, was uns keiner wegnehmen kann. Also es ist ja auch wirklich... Was uns eigenständig macht. Ne? Ja, und ich komme ja schon blöd vor, immer über Herkunft reden und sowas, weil das so banal ist irgendwann. Aber es ist halt einfach so, auf den Punkt gebracht. Ne? Ja. Jeder kann das Holz machen oder das Etikett ähnlich wie der andere und Marketing machen wie der andere. Aber das Einzigste ist Herkunft, was keiner uns nehmen kann. Ja. Jetzt kommen aus Baden ja... Also Baden ist ja traditionell Burgundergebiet eigentlich, ne? Ja. Und ihr sagt sogar beide... Achtung, Jochen. Dass ihr, was kommt jetzt? Ich habe eine drastische Pause gemacht. Ja. Ihr sagt beide, die emotionalsten Momente habt ihr auch beim Burgunder-Trinken gehabt. Riesling wäre zwar groß, aber Burgunder ist eigentlich... Ja, das sind aber, glaube ich... Faktudische Fettnäpfel. Das ist eine Fangfrage. Absolute Fangfrage. Ja, das Ding ist natürlich schon, dass man... ich glaube, man trinkt halt auch deutlich mehr Burgunder wie Rieslinge. Mhm. Das ist sicher das Erste. Super Antwort. Und dann, klar, natürlich, es ist für uns, für die Betriebe natürlich viel wichtiger, die im Burgunderbereich, sei es in Deutschland oder auch in Frankreich, up-to-date zu sein. Und auch da mal bis ganz oben rauszutrinken, auch im Burgund, dass man einfach auch weiß, wie so Weine schmecken, die so Preise erzielen. Mhm. Und da sind natürlich dann schon, da gab es schon ein paar emotionale Momente auf jeden Fall. Ja, erzähl doch Flaschen. Mal so ein paar Momente. Ah, alles dürfen wir nicht erzählen. Vielleicht der Friedrich mal. Meinst du jetzt spezielle Flaschen? Die wildeste Geschichte. Die wildeste Geschichte? Oh je, keine Ahnung, ich Ihr weiß nicht. Ihr fahrt ja oft ins Burgund. Ja, mit dem Stefan Philipp haben wir irgendwann da ausgeklingt und haben gesagt. Ja, wieso, ja. Weiß ich nicht wo. Es ist immer prägend mit dem Julian und das ist immer die ganze Geschichte zusammengefasst. Das macht's aus. Wie diplomatisch. Nee, also die Momente waren schon auch immer, also wir im Geisel haben wirklich ganz, ganz, ganz viel probiert. Also wir haben auch wirklich völlig übertrieben natürlich, von 6 Uhr nachmittags bis 6 Uhr morgens am nächsten Tag, so wirklich so Probe konzentriert nach Rebsorte auch gemacht. Riesling haben wir auch probiert. Ja. Aber wirklich halt 40, 45, 50 Sache immer am Stück. Ne? Ist auch und anstrengend. Das ist brutal anstrengend, klar, aber die Erkenntnis von da, ne? Also das, wie lange ist das jetzt her? Das ist ja 7 Jahre oder sowas. Das bleibt, ne? Obwohl man denkt, man hätte sich das wegsaufen, aber nee, das bleibt. Ja, das ist genau das ist. Das ist ja das Ding, ne? Das Verrückte ist, wenn du wirklich 40 Flaschen zu 6 Mal probiert hast, ja. Erstens siehst du an der Flasche, die als erstens leer ist. Ja. Und an die erinnerst du dich auch noch am nächsten Tag, weil an die meisten sind flüchtig quasi. Aber Jochen, ihr fahrt ja auch, also du bist ja mit dem Philipp Wittmann und mit dem Stefan Winter auch. Burgund ist ja auch so ein echtes Thema für euch, wo ganz ihr gerne hinfahrt. Das ist, ich glaube einfach, wenn du dich für Wein interessierst, ist Burgund, muss eine große Leidenschaft sein, finde ich eigentlich persönlich, weil es im Endeffekt auch viel Ursprung, viel, wir haben uns mal mit so einem 3 Tagen und sind halt komplett Montrachet durchgelaufen, die haben uns die Parzelle angeguckt. Das ist ja brutal spannend, wenn du das anguckst. Mhm. Und lernst auch unheimlich viel, finde ich, wenn du es kapierst, was hinten dran steht, ohne dass man es jetzt, dass es federführend jetzt unsere Hauptagenda ist. Aber natürlich beschäftigt man sich mit, weil man es total gern trinken. Es ist ja auch wurscht irgendwann. Man muss es nicht immer auf die Rebsorte runterbrechen, sage ich mal. Also man kann von jedem großen Wein, egal aus der Rebsorte, auch was lernen, was mitnehmen. Genau. Ne? Was habt ihr vom Riesling gelernt? Von einem großen Riesling? Ja, Reife auf jeden Fall auch. Das ist verrückt. Also mit die Reife, das stimmt, das Beste eigentlich. Inspiration kriegst du aber wirklich aus alle gute Weine. Ich finde auch jeder Wein, der bei dir hängen bleibt, nimmt dich irgendwo, auch Champagner ist ja egal, also nimmt dich mit und sagt dir, was haben sie irgendwie
kriegst du irgendwie Ideen im Kopf. Ich glaube, das kann man gar nicht so beschreiben, aber es tut dich irgendwie beeinflussen. Aber hast du deine emotionalsten Weinmomente dann auch eher mit Burgunder gehabt? Mit beiden? Ja. Aber tatsächlich, im Burgund haben wir auch mal groß, 98 Montrachet haben wir ausgenommen, weiß. Okay. Wir sind schon auch oftmals Weißnamen. Gigantisch gut. Mhm. Das war sensationell, das darf man gar nicht offiziell sagen. Ich glaube, ich hatte unser Steuerberater dann gefragt, ob wir ein Auto gekauft haben. Das war aber die Essensrechnung. Ja. Nee, groß, einfach drei gute Flaschen Weine und ein schönes Stück Fleisch. Fertig. Ja. Und das kannst du, glaube ich, statt unheimlich gut leben. Ja. Und ich meine, die Weine sind beeindruckend. Wenn du sowas probierst, 20, 30 Jahre alt, ob es Burgunder oder Riesling sind, 40, 50 Jahre alt. Und denkst dir manchmal, Hammer. Und das sind ja auch da wieder, ich glaube, wir wissen heute mehr. Und trotzdem siehst du dann teilweise, was damals auch mit viel, viel Verständnis und Gefühl für die Sache passiert ist. Auch noch früher. Auch wenn du so eine Sache aus 30 Jahren oder sowas probierst, vor der Knotzzeit, die zwischendrin war, sage ich jetzt mal, jetzt blende ich mal in viele Regionen die 70er, 80er, 90er aus. Ja, ist so. Ja. Da wurde einfach eher anders gearbeitet und das ist schon beeindruckend. Dann gibt dir das auch irgendwie die Demut, dass du weißt, an was du zu arbeiten hast. Was haben wir denn jetzt im Glas? Das ist nämlich auch, das ist schon der Knaller hier Pinot auch, Grigio, oder? Pinot Grigio. Das war klar. Da sind die Pilze, oder? Ich hab das mit Absicht als Avaro mitgebracht, um euch zu provozieren, vielleicht so ein bisschen. Ist aber ein sehr gutes Exemplar. Ist ein Grauburgunder. Grauburgunder Schlossberg. Das finde ich super jetzt, weil wir haben hier ja natürlich viele Riesling-Winzer auch manchmal am Tisch, die, wo ich schon auch oft gehört habe, ich lass dich mal aus, aber Grauburgunder muss schon gut gemacht sein, dass ein Winzer sagt, ich trinke mal einen Grauburgunder, oder? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Sag mal so, die haben wahrscheinlich mehr Riesling im Keller wie Grauburgunder und deswegen müssen die Riesling ein bisschen mehr pushen. Also. Aber der ist jetzt schon outstanding anders. Ist hier. Ja kein klassischer Grauburgunder. Schwan, der ist ja geil. Nee, also es ist ja theoretisch ja auch so, wir haben es gerade über Rebsorte gehabt, je höher man in dieser Klassifikationsstufe geht, je enger man wird in der Einheit, also je näher man in der Herkunft geht, desto weniger spielt die Rebsorte auch eine Rolle, finde ich. Ne? Also desto mehr spielt die Lage dann die erste Geige. Und beim Schlossberg, deswegen habe ich ihn jetzt auch mitgebracht, das signifikanteste Beispiel eigentlich. Da wäre es, glaube ich, ziemlich wurscht, ob da jetzt noch ein bisschen Weißburgunder dabei wäre oder ob das ein pure Weißburgunder wäre, würde ich immer den Schlossberg rausschmecken, so dieses torfige, bisschen so orientalische Würze und so weiter. Ne? Trotzdem mit einer schönen Frische hinter ausgestattet und sowas. Gewisse Salzigkeit hat er halt immer so. Ne? Vulkan und Grauburgunder in Kombination passt auch einfach gut. Ne? Ja. Weil Grauburgunder ja im Gegensatz zu Weißburgunder und Chardonnay vielleicht ein bisschen der rustikalere typisch, der Säure ärmere typisch irgendwo, mit dem Vulkan in Kombination, wird es einfach eine andere Symbiose. Ne? Du hast einfach diese Kraft dann vereint, du hast die Würzigkeit kommt vielleicht ein bisschen mehr raus und so weiter. Und deswegen, ja, ich meine, bei uns gibt's schon immer Grauburgunder eigentlich. Ich mein, es gibt ja einen Grund, warum es so große Traditionen gibt. Ne? Also Oberberg, der Bassgeige ist ja was wirklich synonym für die Rebsorte sogar ist, finde ich. Also die Rebsorte Grauburgunder. Nenn mal Lage, ja klar, Grauburgunder, okay. 100%. Und da spielt ja auch ein bisschen eine Rolle, was du vorher gesagt hast, der Grauburgunder ist auch eigentlich anspruchsvoll in seinem Wesen und in der Machart nachher. Also er braucht viel Aufmerksamkeit. Lesezeitpunkt ist ganz, ganz wichtig. Nicht so viel in Blättern, er soll nicht so viel Sonne abkriegen, dass die Säure zu weit sinkt und so weiter. Man muss ein gutes Gespür dafür haben, was Maisstandzeit angeht, Säuremanagement und so weiter, was die Frische angeht. Dass man auch Charakter reinkriegt, ne? Weil ich verstehe das, der Grauburgunder kann schnell auch mal belangloser werden irgendwo. Es gibt auch welche, die schmecken nach eingeschlafenen Füßen, das gibt's natürlich. Aber auf der anderen Seite hat es auch hohe Identität, ne? Also, und ich finde es auch schön, ich könnte zum Beispiel eher auf der Weißburgunder verzichten, weil ich sag, Chardonnay ist jetzt ähnlicher zu Weißburgunder als Grauburgunder. Grauburgunder ist vielleicht nochmal vom Typ her mehr outstanding oder hat eher eine Sparte für sich. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Nicht, dass ich Weißburgunder schlecht finde oder sowas. Mhm. Und das geht's. Und bei wenn, dir halt, mit deinen Böden. Ja, und wir wollen ja auch fokussieren, wir wollen ein bisschen weniger machen, Rebsorte und sowas. Wollen nur das, was wir auch können vielleicht, was wir am besten können. Das könnt ihr ganz gut, Jürgen. Das kriegen wir vielleicht ganz gut hin. aber wir haben auch Silvaner gehabt, wir haben Riesling gehabt, ne? Wir haben Gewürztraminer gehabt, was weiß denn ich? Das will ich nicht, dass wir Silvaner in der Flasche haben und ich vergleiche mir immer große fränkische Silvaner. Das ist mir peinlich fast schon. Ne? Fokus also, aufs Wesentliche. Ja, das ist schon so. Klar, ich bin selber jetzt nicht der allergrößte Grauburgunder Trinker. Also ich mag es gern, ab und zu mal. Aber es gehört einfach zu uns. Und es gehört zum Kaiserstuhl. Entschuldigung, der Machart kann ich ja echt sagen. Da kann ich ja sagen. Also es gibt halt viel belanglose Grauburgunder. Ja. Ich glaube, das ist ein Grund durch das, dass die Grauburgunder so viel Frische auch eine Basis wieder gewonnen haben und auch Ausdruck. Ja. Man kann es immer verderben. Ne? Aber wenn auf jeden Fall. Dadurch hat ja, glaube ich, die Rebsorte auch wieder dieses Standing in der Breite. Also wenn du ja wirklich sagst, was
wollt ihr trinken? Gibt es so Leute, jetzt weniger mit sich mit Wein beschäftigen, Grauburgunder. Und das kommt genau daher, weil auch den Speck hat oder die Saftigkeit. Genau. Ja, genau. Mhm. Aber das ist ja ganz andere Variante. Die ist ja auch zurückhaltend reduziert und ein super Ende. Finde ich echt gut. Ja. Eben, jetzt ähnlich wie beim Julian, ich schreibe ja auch vorne Rebsorte gar nicht mehr drauf. Die schreibe beim Großgewächs nur noch auf dem Rügeetikett, weil dann der Schlossberg eher für sich spricht. Ne? Also das ja, und ist dann die Oberbergener Bassgeige. Ja. Ist die der Grauburgunder dann in der normalen Stufe? Ist aber auch schon... Ja, das ist halt unser, wie Jochen schon gesagt hat, unser absoluter Klassiker. Ne? Also das, damit sind wir groß geworden, da hat der Opa schon viel Gas dafür gegeben. Weil damals, Grauburgunder gibt es ja in der Form noch gar nicht so lang. Ne? Also früher hieß es ja immer Ruländer, ne? Wurde ausgebaut mit 14 Alkohol und 20 Gramm Restzucker. Schön süß, genau. Also der einzige Vorteil war, dass es richtig schön ballert hat wahrscheinlich. also das hast du gemerkt auf jeden Fall. Ging schnell rein. Ja, auf jeden Fall. und der Begriff Grauburgunder wurde ja erst so in den 70er Jahren, wenn ich mich nicht täusche, erfunden. Und mein Opa war da beteiligt dran, ne? Was halt der andere Machart dann war. Ne? Also das heißt, Restzucker reduzierter, früher Gläser, eher halt wie ein Burgunder, wie der Name dann schon sagt. Ne? Und immer Ruländer. Was jetzt, sag ich mal, oft benutzt wird jetzt für die recht süße Prädikatswein von der Rebsorte. Dein Opa war eh eigentlich so ein richtiger Vorreiter, gell? In vielerlei Hinsicht. Er hat viele Ecke gehabt, auf jeden Fall. Ja. Also ich hab ihn nicht mehr so ganz krass miterlebt, weil er dann irgendwann dement war. Ja. Aber ich kenne es natürlich von so viel Erzählungen. Als ich angefangen habe, an verschiedene Veranstaltungen, Präsentationen am Stand zu stehen, dann also wirklich wurde mir immer, jetzt nicht auch voll geschwätzt, aber immer über den Opa viel erzählt und berichtet. Ne? Das war schon krass. Ne? Er war gegen viele Dinge. Der Rebell des Kaiserstuhls. Genau. Ja. Was heutzutage vielleicht ein bisschen... Ja, auch. Ja, ist das so, ja? Ja, der Vater sagt immer, dass ich... Ist da der Opa drin? Ja, sagt der Vater immer, ja. Weißt du, ja. Oder die Gangart, sei es. Ja, das kann sein, ja. Ja, klar, ich meine, die Redenfunkestahl, das ist logisch. Aber er hat mit vielen Sachen im Nachhinein recht gehabt. Ja, er war ja auch gegen das Terrassieren damals, ja. Eigentlich wie der erste Umweltschützer, gell? Es war noch gar nicht so ein bisschen, ja. Vielleicht nicht mit dem Hintergrundgedanke wie heutzutage, aber einfach, dass man halt sowas nicht machen kann, ne? Ja. Für trockene Weine einfach eingestanden, Burgunderweine, die durchgegoren sind vor allem. In der Zeit dann? Ja, in der Zeit. Holz Wahnsinn, gebracht, gell? Holz, also Barrique eingeführt, so ein bisschen mit, ich glaube, Karl-Heinz Jona war da auch noch sehr, sehr prägend zu der Zeit. Französische Weine importiert. Also aber hat er sich auch nicht beliebt gemacht. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, das war natürlich auch so ein bisschen. Aber das ist halt schon auch Vorteil gewesen. Ne? Ja, das ist Wahnsinn, so finde ich auch. Ich meine, der Opa hat halt immer gesagt, und das stimmt auch, auf alles übertragen, nur wer selber gute Weine von anderen Winzer trinkt und aus Frankreich vor allem und aus anderen Regionen, kann selber gute Wein machen. Oder 100%. Und das ist ja auch das Thema. Ne? Deswegen. Ja. Treffen wir uns ja mal ab und zu und mit unserer Kollegen und trinken einer. Das ist nicht nur zum Spaß, das ist ja auch was. Hat lernen, klar, aber heute ist man so weit unter Winzern, aber also ich glaube noch in der Generation jetzt von deinen Eltern oder so, oder? Die haben auch miteinander Wein probiert, aber ich glaube, da ging es eher um den Wettbewerb, wer hat jetzt der bessere in der Weinprobe, um hinterher zu sagen, wer halt einen Fehler, wo man sich hinterdenkt, ha, guck mal, da hat einen Hab's Fehler. Hab's doch besser gemacht. Beziehungs- genau, und ich glaube, heute geht es wirklich darum, sich weiterzuentwickeln und zu diskutieren. Ich glaube, das sind manchmal, je mehr Wein man probiert, umso mehr diskutiert man oder ist man auch im Thema. Ja. Hey, klar, das ist schon Generationssache. Wir sind sorgloser jetzt. Ne? Also wir haben 100%. Also wir haben jetzt schon einen gewissen Hintergrund und sowas, ne? Wo man drauf aufbauen kann. Die Generation vorher, also vor uns, unsere Väter und sowas, die musste auch kämpfen. Ne? Also die musste sich auch das alles hart erarbeiten. Und vielleicht kam das deswegen auch so ein bisschen zustande. Ne? Also, wir kriegen sicherlich viel mehr die Wertschätzung als die frühere Generation für das, was wir machen. Ganz klar. Das macht es auch leichter. 100%. Ja, werde ich auch oft gefragt. Ne? Das ist so. War verständlich, dass in der Zeit auch mehr Ellenbogen nötig war. Ne? Das ist heute auch. Ja, aber es muss immer einen Anfang geben. Ne? Das muss immer einen Anfang geben. Und ich glaube, bei uns war es wirklich so, auch bei uns der Umbruch, dass tatsächlich kam, weil halt einfach mit dem Rücken an der Wand gestanden wurde. Da gab es kein... Zum Thema das Reduzieren, was wir sagen, das Wesentliche konzentrieren. Jetzt kommen wir aus Regionen, das ist teilweise bei euch auch so, aber bei uns ist ja noch mehr Bauchlade. Du konntest bei uns alles anpflanzen und es war alles irgendwie okay. Mhm. Aber dann machst du alles. Ne? Hast du auf einmal 50 verschiedene Positionen auf der Weinkarte und weißt gar nicht mehr, auf was du dich konzentrieren musst. Ich glaube einfach, das ist der Fehler zu dem, was wir heute machen. Wir haben ganz klar gesagt, 90% weg. Ja. Und das, was wir machen, machen wir richtig gut. Ich glaube, das ist der Umbruch. Ja. Und es gab die Wertschätzung, jetzt haben wir natürlich auch Standing. Die Weiterentwicklung halt auch, ne? Also das ist halt auch. Jetzt ging aber ja durch Rheinhessen so ein richtiger Ruck damals mit diesem Message-in-the-Bottle-Gedanken und so. Und ihr habt euch als Winzer sehr zusammengetan. Dein Baden ist ja schon noch so ein bisschen genossenschaftlich geprägt, oder?
Ja. Oder ist das ein falscher Eindruck? Doch, das stimmt schon. Ich glaube 70% oder sowas. Ich meine, Rheinhessen und Pfalz kann man vielleicht so ein bisschen zusammenführen. Ne? Hat wollen halt wir das, dass man das so zusammenführt? Also in dem Punkt ist es so. Das ist ja ein Ding für uns. Alles in Sachen ist Spaß. Ich meine, es ist halt... Winzerwirtschaft war bei uns in Baden ganz, ganz wichtig von Anfang an. Und der Grundgedanke ist auch super, super gut, dass man sich Dinge einfach teilt, dass man Maschinen, die man nur einmal im Jahr braucht, einfach effizienter gestaltet und gemeinschaftlich kauft. Und damals muss man ja auch sagen, die Winzerwirtschaft sind schon 20er, 30er Jahre entstanden, ne, die meisten. Bei uns am Kaiserschul zum Beispiel, Kaiserschul war eine bitterarme Gegend, also das war viel Mischbetriebe, es ging keine Poststraße durch, also man hat wenig Handel gehabt, wenig Publikumsverkehr, weil die Mobilität damals ja noch nicht so groß war. Und deswegen haben die Leute sich zusammengetan. Das ist ja super. Kleinteiliger nochmal. Ne? Ja, napoleonisches Erbrecht und keine Ahnung was. War bei euch aber auch, oder? Ja, ähnlich. Auch ärmlich, ja. Klar, die Genossenschaften, der Grundgedanke ist super, vielleicht fehlt da manchmal ein bisschen innovativ und halt ein bisschen der Charakter, die Individualität. Also weißt du, einfach die Unterschiede. Und das ist das, was Rheinhessen und Pfalz ausmacht vielleicht auch. Du bist ein Fassweinbetrieb, du hast eigentlich die Grundvoraussetzungen, du kannst ja alles eigentlich machen, außer du hast ja die Weine noch in den Flaschen gefüllt, sondern hast sie immer offen verkauft. Ne? Du hast schon ein gewisses Gespür auch für deine Böde, für die Dinge, die du einfach auch schon im Weinberg hast und wo du im Keller hast irgendwo. Und dann kannst du halt mal anfangen mit 5000 Flaschen selber abfüllen. Ne? Und dann guckst du mal, wie es läuft und lernst damit und so weiter. Mhm. In Baden ist es halt so, dass der Schritt dahin, dass junge Betriebe aus dem Boden schießen, ein bisschen schwieriger ist, weil du brauchst erstmal das ganze Equipment. Ne? Also ja, genau. Die Infrastruktur. Das ist ja alles bei der Genossenschaft dann verankert. Ja. Genau. Das ist jetzt das, was wo du jetzt vielleicht drauf hinaus wolltest, was Pfalz und Rheinhessen auch die letzte, ich weiß nicht, 15 Jahre oder wie lange? 20 vielleicht schon, ja. So richtig ausgemacht. Okay, verstehe. Ausgemacht hat, ne? Er wollte dich jünger machen. Ja, genau. Es ging nur um das eigentlich. Bei euch war es ja so, dein Vater, der ist eigentlich aus der Genossenschaft ausgetreten, gell? Er hat gesagt, so, wir machen selber Wein jetzt. Das war damals im Prinzip auch so ein Schritt. Mein Großvater war sogar Mitgründer der Genossenschaft bei uns in der Gegend, im Ort. Und da war das natürlich dann schon auch großes Gesprächsthema im Dorf. Als mein Vater dann 87 ausgetreten ist und dann im Prinzip angefangen hat, mit einfach einer kleinen Teilfläche das auszubauen und dann auch im Prinzip versucht hat, das auch an den Mann zu bringen. Und das war damals in der Anfänger halt, da bist du halt mit einem alten Mercedes, wo große Kofferraum hat und mit dem Anhänger bist du auf Hamburg gefahren und hast den Wein noch an Privatkunde selber ausgeliefert. Ne? Ja. Das ist im Prinzip... Du brauchst das nicht mehr. Ist alles ausverkauft bei dir. Ohne, dass du irgendwo hinfährst. Ja, doch. Wir fahren natürlich auch viel. Ne? Aber man ist anders unterwegs. So und jetzt. Ja. Aber Wein hat man auch immer dabei. Ja. Stimmt. Nee, aber Julian kann auch nicht verkaufen. Also, dass er so gut Wein machen kann. Also ohne Spaß. Sag mal, Wein in Champions League vom Marken Kreisliga. Ja, ja, der Spruch fällt öfter so. Ja, bist kein Verkäufer. Nee. Im Endeffekt... Ich muss aber ehrlich sagen, dass es nicht sein muss. Nee, das ist wirklich auch großes Glück. Ja. Ich meine, das ist auch eine Luxussituation, die erarbeitet ist, auch wie es der Friedrich vorhin gesagt hat, für die Generation auch vor uns. Ne? Das sind schon, wir sind natürlich jetzt irgendwo eingestiegen, wo man einfach dann auch, im Prinzip, ich mache das Nest, hört sich blöd an, aber wir haben so eine geile Grundlage gekriegt, einfach dann auch zu Hause, wo wir einfach dann auch drauf aufbauen konnten. Natürlich gerade in den Anfängen, wenn man mal als Garageweingut startet. Wunder. Da ist natürlich... Ist der Vater als Garageweingut minimalistisch. Also das war ein bisschen... Hört ihr mal zu? Oder? Ja, wir haben es schon extra gemacht. Mal auf den Tisch schauen. Wir sind multitaskingfähig. Immer. Natürlich, das war unten in der Garage. Ne? Also im Prinzip. Ja. Halt. Und im Hof standen ein paar Tanks und alles war ein wenig verteilt. Der alte Hühnerstall wurde umgebaut und so weiter. Okay, aber dann hat er das eigentlich so in einem Leben, muss man sagen, schon zu einem unglaublichen Weingut geformt, dein Vater. Ja, er war sehr zielstrebig und er hatte die Vision immer im Kopf. Er wusste ganz genau, wo er hin will im Prinzip. Ja. Und er wusste auch, was für Weine er produzieren möchte. Und das hat er mit sehr viel Fleiß und Akribie immer verfolgt. Also das war, er hat sich da nicht beirren lassen. Er war sogar mal auf dem Weg, das war Mitte der 90er, da wollte er sogar nur Spätburgunder machen, schon damals. Ja. Also das war, da sind wir ja noch gekommen von, da gab es Kerner, da gab es Müller-Thurgau, da gab es alles Mögliche. Und da war er damals schon im Prinzip der Auffassung, dass man sich eigentlich noch mehr konzentrieren sollte. Und heute sind wir wieder auf dem Weg. Ne? Ja. Damals war es vielleicht nicht möglich, weil man einfach diesen, sage ich jetzt mal, die Cash-Cows auch gebraucht hat, wo man direkt den Umsatz dann auch wirklich gemacht hat. Und heute ist man natürlich in so einem Rhythmus drin, wo man dann sagen kann, jetzt
so langsam sind wir an dem Punkt, dass man es sich leisten kann, dass man diese Weine, die sich schnell umsetzen, nicht mehr unbedingt braucht. Jetzt haben wir schon wieder was Neues im Glas, gell? Ich komme gar nicht mehr hinterher. Wir haben nur einen Riesling zwischendrin mal reingeschoben, bevor wir auf Chardonnay gehen. Es ist 17, okay. 17 Riesling, Moorstein haben wir jetzt, ich habe drei mitgebracht, habe ich Moorstein gewählt. Wir bringen unsere 17 jetzt erst im September raus. Okay. Der ist ja noch blutjung, also ist eigentlich echt noch arg jung. Ein Babymoor. Die super Phenolik, aber im Gaumen so, weißt du, das zeigt jetzt die Jugend, aber das zeigt auch, dass das Gang auch geil reift, weißt du? Das ist auch die Idee hinten dran, dass wir gerade genau das sagen, was auf jeden Fall gesagt hat beim Riesling, das musst du spielen, dass es einfach reifen kann. Wir haben 18 vorher gebracht, weil 18 viel präsenter war. Okay. Und 17, wir haben es probiert und haben 17 eben 18 probiert und haben gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Und jetzt finde ich es noch brutal jung. Ne? Also muss halt irgendwie bringen. Normalerweise wissen wir, nach 5 Jahren macht es erstmal richtig Sinn mit Riesling. Also meistens. Mhm. Ich hoffe, dass er sich da ein bisschen öffnet. Weil er hat schon noch gute Säurestruktur. Die wollen wir aber auch haben, dass er einfach, dass du in das und trocken, ne? Also auch da, das probiere ich auch schon immer zu machen, dass ich sage, es ist so trocken, wie es wird. Ja. Und das hat keine Ahnung, ohne eins. Ja, stimmt. So cool. Und das macht aber dann auch erst in ein paar Jahren. Ja. Kurze Zwischenfrage, weil ich habe ja Moorstein gewählt, aber Unterschied Kirschspiel, Moorstein? Kirschspiel ist feiner. Ist leiser vielleicht auch? Kirschspiel ist ein Osthang, ist dadurch deutlich kühler, reift langsam, obwohl die Weine hinterher super, super reif sind auch. Ja. Dadurch sind die Aromen viel feiner. Moorstein ist schon ein Brecher, finde ich. Okay. Also ich finde, auch da merkst du die Unterschiede. Philipp kriegt, Wittmann kriegt brutal viel Feinheit in den Moorstein reingelegt. Das ist mir auch immer wichtig. Und bei mir ist es schon so, dass unsere Weine schon auch alle ein bisschen breitschultriger sind, weil ich auch die Konzentration immer haben will. Okay. Und dadurch hast du auch so ein bisschen dieses leicht Phenol- und Gerbstoff Gerüst, was wir einfach über das Presse machen, dass wir sagen, lang, wenig Druck und lang. Ja. Weil ich auch denke, eine gewisse Grundstruktur brauche ich auch für gute Alterung. Wobei das immer, auch da wieder, ich habe vorhin gesagt, das ist eine Typfrage. Ne? Das ist immer wieder deine Interpretation davon. Ich finde die Lage gigantisch, weil die hat wahnsinniges Salz, die hat eine super Länge und das ist für Riesling halt schon mega gut. Mhm. Kirschspiel ist wesentlich eleganter, würde ich sagen. Also jetzt zum Thema Trinkfreude, jetzt wenn es zum Trinken wahrscheinlich Kirschspiel. Okay. Was sagt ihr zu dem Wein? Trinkt ihr überhaupt gerne Riesling? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, was soll der jetzt auch sagen? Ja, das ist ja auch ein System. Wieder eine Schulterfangfrage ist hier. Fast durchschaut schon. Nee, aber das ist ja schon, also wenn Rieslinge so gemacht sind, das ist ja das Problem, dass es halt auch, aber wie beim Grauburgunder auch, gibt es beim Riesling natürlich auch diese Banalität irgendwo. Exakt. Aber wenn Rieslinge natürlich so gemacht sind, dann sind das mit die größten Weine, die es gibt einfach. Ja. Das ist ganz klar. Wenn das so sehr herkunftsorientiert, puristisch, sehr pur. Ja. Das ist uns halt schon wichtig auch. Ja. Also wenn der Wein spricht, Beispiel dafür, der ist super puristisch. Ist geil, ne? Also das, der erzählt was, ne? Also von sich selber und ist nicht irgendwie geschminkt oder irgendwas. Das ist genau das. Halt auch wichtig, ich glaube, bei alle drei Weinen, die wir jetzt getrunken haben, ist es so, da geht es nicht genau das um Schminke, sondern sagt er genau, was er ist. Kompromisslos, so ist es. Ja. Ganz klar. Und das finde ich auch unheimlich wichtig. Ja. Und vor allem auch gerade, wenn du über die hohe Stufe sprichst, wo du wirklich sagst, um was geht es zum Schluss, geht um Herkunft. Ich weiß nicht, wie ihr zu dem Thema Naturwein sowas steht, aber ich habe da echt manchmal Probleme damit, weil ich sage, das ist manchmal beeindruckend, was die Weine zeigen, aber auf der anderen Seite schmeckst du nicht mehr, wo sie herkommen. Oftmals nicht. Ja, außer sie sind brutal gut gemacht. Ja. Und dann hatte ich mit dem Sommelier mal, das war in Österreich, mal die Thematik darüber, dann habe ich hinterher gesagt, du hast mir jetzt 10 verschiedene Weine gegeben. Und ich kann dabei 2 sagen, was für Rebsorts ist und wo sie herkommen. Bei allen anderen netten habe ich gesagt, ist das nicht ein Problem, die Herkunft? Dann sagt er, warum ist die Herkunft wichtig? Und das habt ihr ja auch schon beantwortet. Denke ich mir, okay. Und das ist so, glaube ich, das ganz Wichtige, was wir uns ja alle vorhalten müssen, wo wir sagen, das ist unser absolut wichtigster Punkt. Wie du sagst, dann tritt sogar die Rebsorte irgendwann mal in den Hintergrund. Ja. Wenn du die Rebsorte pflanzt, dass du den Boden perfekt darstellen kannst und nicht umgedreht. So, Aber dann so eine pilzresistente Sorte, so was zu pflanzen, würdet ihr dann trotzdem nicht wagen? Wir haben gestern zufällig auch über das Thema geredet, es war super interessant und ich glaube, die Forschung, die Rebezüchtung ist noch nicht auf diesem Qualitätsstand einfach. Okay. Aber da entwickelt sich wahnsinnig viel, weil das ist natürlich, das wissen wir alle, ne? Der Pflanzenschutz ist einfach noch einer der größten Angriffsfaktoren, was wir haben, ganz klar im Weinbau. Und da darf man sich da davor sicher nicht verschließen, aber aktuell ist, glaube ich, der Stand noch nicht. Du redest über Haltbarkeit, du redest über Rebsortenprofil auch, ne? Ja. Und Übertragbarkeit von Boden über die Rebsorte in den Wein. Ja. Das, meiner Meinung nach, geben das auch die Piwis nicht. Aber der Grundgedanke ist sicherlich, wie du sagst, hundertprozentig richtig und wichtig. Und jetzt muss ich auch überlegen,
über wie viele Bereiche du redest. Wir reden hier über die Weine, die wir getrunken haben, schon auf ein gewisses Niveau. Und dann hast du ja viele Leute, die einfach sagen, wir wollen schöne Weißwein trinken. Ja. Dann ist es gar nicht so schlimm wichtig, wo es herkommt. Ja. Und dann kann man sagen, vielleicht kannst du viel auch dadurch ersetzen und kannst dadurch auch viel unnötiger Pflanzenschutz anfangen. Auf jeden Fall. Oder für so einen Sektgrundwein oder so? Ich hab keine Erfahrung damit, ich weiß es nicht. Also hörende Phenolik, ne? Ja, eben. Also so. Ich würde schon jetzt mal pflanzen. Also wir haben auch vor, dass wir jetzt mal ein bisschen was pflanzen. Mhm. Vielleicht auch nachher als Küwi-Partner oder sowas. Aber einfach auch mal rein in die Thematik, ne? Also, dass man mal merkt, was das kann. Ja. Das braucht natürlich auch Top-Betriebe, die das ausprobieren. Ich meine, im Endeffekt. Das ist ja auch das, weil diese Interpretation, wie wir die Weine sehen, im Prinzip, die gibt es ja auch, also ich habe es noch nicht probiert, aus einer Piwi-Rebsorte. Und ich glaube deshalb, ich bin Gott froh, dass du Friedrich pflanzt und ich dann erst bei ihm probiere. Ja. Ist ja klar. Der Jochen will auch mal vorbei. Nein, aber du hast schon recht, man muss sich auch mal dem stellen. Ne? Also ich bin da auch noch tatsächlich auch ein bisschen traditioneller und verschlossener. Ich mir mal denke, warum wir reden ja auch über Genetik, die echt auch... Ne? Ist ja auch ein Investment, darf man ja auch nicht vergessen. Wenn du so ein ganzes Feld anpflanzt, so siehst du ja erst 3, 4, 5 Jahre später. Ja, das Schlimme ist die Zeit. Ja, die Zeit ist halt immer also entscheidende Faktor. Ganz genau. Wenn du heute einen blöden Klon pflanzt oder Selektion pflanzt und merkst das halt doverweise in 10 Jahren, hast du 10 Jahre verloren. Kannst halt nirgendwo angucken im Moment. Schlimmerweise merkst du halt wahrscheinlich vorher nicht. Ja, und das ist ja wieder das, das entwickelt sich auch ganz anders auf deinem Boden vielleicht und passt auch vielleicht dann nicht zu deiner Weinstilistik oder was weiß ich. Mhm. Ne? Also dieses Abschau, klar kann man davon was lernen, aber man muss die Erfahrung, glaube ich, schon dann selber machen. Ja. Irgendwo, also das bringt nichts, was ihr hier euch überlegt habt. Dovi, die hat das mitgekriegt, Dovi. Nee, aber das Ding ist ja, das sind wir auch alle drei ähnlich, glaube ich, und da machen wir uns viel Gedanken drüber, über diesen Kreislauf insgesamt, was Weinbergsarbeit angeht und was man einsparen kann und was man naturnah machen kann und so weiter. Ja, und man kann da auch was rausziehen, auf jeden Fall. Und auch aus Naturwein kann man Sachen rausziehen. Ich bin der gleichen Meinung wie du, dass das, wenn es zu extrem ist, viel verblendet. Aber wenn es einfach so ist, dass man es noch spürt, wo es herkommt, und aber so wenig wie möglich beeinflusst ist, dann ist das eine Top-Sache. Also dann ist genau das Richtige. Das sind wieder gute Exemplare, ne? Sagen muss, wirklich gut, damit viele Ideen dran. Und es ist ja eh ein weitläufiger Begriff. Also im Prinzip, also ich weiß nicht. Es ist ja nicht gefasst. Es ist nicht gefasst. Also ich würde sagen, dass 70% von unserer Weine, was ist Naturwein? Naturwein ist, ja. Das wollte ich gerade sagen. Also weißt du mal, wir reden eigentlich nur zum Schluss. Also über Schwefel. Schwefel. Natürlich ist um der Schwefel zu verzichten, muss ein bisschen was. Ist ja gar nichts. Nee, um auf Schwefel zu verzichten, muss da irgendwas anderes machen. Also, Entschuldigung. Nein, aber im Großen und Ganzen. Was musst du dann anders machen, um auf Schwefel zu verzichten? Du brauchst schon eine andere Struktur im Wein, wenn du den Wein so haben willst, dass er nicht gleich. Oxidiert. Ja. Und genau. Okay, jetzt seid ihr drei ja total qualitätsversessen. Also ich war ja auch in den Weinbergen mit euch. Gibt's denn da jetzt irgendwas in der Qualitätsarbeit, was man anders machen muss in Baden, am Kaiserstuhl, in Malterding, in Rheinhessen? Oder ist das einfach immer wieder das Reduzieren, die Blätter versäumen? Nee, erzählt ihr das mal lieber. Ich bin da raus. Ja. Aber ja, weinbaulich gibt es natürlich schon. Also ich denke, gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass natürlich immer ein noch sensibleres Herangehen an das Ganze unheimlich wichtig ist. Wir wissen nicht, wie viel Niederschlag bekommen wir über den Sommer. Ja? Deshalb müssen wir anders arbeiten. Wir müssen schauen, dass die Gassen im Prinzip mehr beschattet sind oder dass die Gassen sogar abgedeckt werden mit Begrünungen, die man vielleicht gezogen hat über den Winter, dass das Ganze gewalzt wird, dass da die Feuchtigkeit nicht rausgeht, dass die Gassen wieder... Also zwischen den Reben quasi, genau, dass man Begrünungen sieht. Mhm. Und dass man dann im Prinzip auch schaut, dass die Laubwand auch im Prinzip wieder vielleicht etwas höher gezogen wird sogar, damit die auch wieder Boden beschadet oder sogar auch Nachbarzeile, dass wieder enger gepflanzt wird, dass man wieder zurückgeht auf den Punkt, wo man früher war. Ja, das war ja früher, gab es diese 1,80 Meter, 2 Meter Gassen nicht. Früher war ja alles im Prinzip mit dem Pferd bewirtschaftet und schmäler. Und ich glaube, dass das in Zukunft auch wieder kommen wird. Ihr geht ja sogar zurück, dass sie jetzt so ganz niedrig gepflanzt sind. Also so jetzt, wenn man älter wird, denkt man ja eher mal an Rücken oder so. Aber ihr... Ja, das ist genau dieser Punkt, dass man halt sagt, ich meine, das war jetzt ein Handarbeitsstück, was mir angeschaut habe, wo man wirklich dann auch so... Das heißt, da können wir innen mit der Maschine rein. Und dann bietet es sich an, das auf jeden Fall auch schon mal vorzubereiten, dass man sagt, man bestockt wieder enger, also aus mehreren Gründen. Aber ein Grund dafür ist natürlich auch einfach die Verdunstungs...
Wachstumsrate im Prinzip auch niedrig zu halten. Also Stöcke enger kenne ich, aber dass das so, dass die Pflanze auch so weit unten am Boden gehalten wird, das war mir jetzt neu. Also das sind auch, das, im Prinzip kennt man es ja aus Teneriffa oder sonst irgendwoher, ja, dass sie im Prinzip die Rebe sogar in die Kuhle reinsetzen, ja, um die Feuchtigkeit auch im Prinzip zu speichern. Und früher bei uns war es so, dass man eher hochgegangen ist mit der Erziehung, einfach weil man viele Niederschläge hatte und weil man dadurch auch viel Infektionsgefahr hatte, auch während der Lese und so weiter. Ja. Und heute geht man wieder etwas weiter runter, weil einfach die Rebe dann auch nicht so viel arbeiten muss, das Wasser auch nach oben zu transportieren. Machen also wir das in Rheinhessen so auch? Ja, du, wir müssen uns alle, glaube ich, auf eine Klimaveränderung oder einstellen, beziehungsweise das ist ein ständiger Fluss. Ne? Und ja, dadurch, junge Leute im Weinberg, dadurch, die gut mit Mutten sind. Ja, aber du, sag mal, bei uns ist das Thema tatsächlich, wir sind da noch ein bisschen langweiliger. Mit, ihr sagt, glaube ich, konsequent damit die Gasse breite. Wir gehen auf die Stockabstände, halt, dass man einfach mehr Stöcke aufs Hektar kriegt. Ja. Also jetzt nicht wegen der Menge, sondern einfach, um den Pro-Stockertrag runterzufahren. Und dann natürlich machst du von der Erziehungsform bist du eher niedriger. Das ist aber auch schon immer so. Bei uns war es so, wir haben vorher noch höhere Laubwände gehabt, die reduzierst halt auch Stück für Stück, weil du halt einfach merkst, zum einen brauchst du nicht, zum anderen ist es auch manchmal zu viel. Ja. Oder Blätter. Es gab Jahre, da haben wir unheimlich viel mit Blättern gemacht. Mhm. Mittlerweile sind wir brutal zurückhaltend mit Blättern. Dass sie beschatten. Klar, ich finde diese Frage immer so schwierig, wenn jemand sagt, ja, sehen Sie noch Chancen für Riesling Ihrer Region in 20 Jahren? Dann denke ich, wir haben so viele Einflussfaktoren, wie wir arbeiten können. Wenn wir intelligent und schlau arbeiten, brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken zu machen. Ja? Und ich glaube, es ist absolut der falsche Weg, dann zu sagen, dafür fahren Sie mit Cabernet Merlot, weil das passt überall. Ja. Sondern einfach. Das ist einfach. Ja. Das war einfach. Und dafür ist es unser Job. Ja. Und da muss ich natürlich reagieren. Man guckt das Burgund an, da ist es schon mal ein ganz Stück wärmer wieder, wie sie arbeiten, dann sehe ich auch. Also es gibt noch genug unten am Kaiserstuhl. Machst du was anderes? Das ist ja die wärmste Weinregion Deutschlands. Ja, da muss ich wirklich mit der Materie beschäftigen und vielleicht ein bisschen wieder zurück, mehr in Weinberg und ein bisschen spüre, was die Natur so, was so macht. Ne? Und dann kriegt man das, dann kommt man von allein drauf, glaube ich. Wenn Dinge einfach logisch in der Natur, ja, das vielleicht auch. Aber weil Dinge in der Natur, die passieren, oft oder fast immer logisch sind. Mhm. Also einen Grund haben. Jetzt haben wir schon wieder was Neues im Glas. Habe ich euch unterbrochen, das wollte ich nicht. Aber ich finde das wieder unfiltriert, das mag ich auch nicht. Ja, ist so. Strüppi wie Sau, gell? Glas. Also das ist, ja, das ist das mit, die Brillanz braucht es, wenn es, also mir geht es so, wenn die Weine einen Tick zu trüb sind, dann leide sie manchmal bei uns im Weingut an der Brillanz, aber es gibt auch Weine, die trüb sind und trotzdem ultra pur sind von der Art her. Das ist jetzt Chardonnay Alte Rebe. Läuft schon wieder, gell? Ist ja toll. Da haben wir es vorhin auch schon. Da haben wir es vorhin auch schon drüber gehabt. Das sind halt mitunter auch ganz wirklich alte Anlagen. Mhm. Ich meine, Chardonnay ist offiziell zulässig in Deutschland seit 91. Mhm. Du hast seit 50ern oder 60ern. Ja, es sind natürlich jetzt leider nicht viele Parzellen, aber es gibt sie auf jeden Fall. Und so konnte man damals halt aber auch schon alte Rebe draufschreiben. Natürlich sind auch Anlagen drin, die mein Vater damals Anfang der 90er dann auch gepflanzt hat. Mhm. Alte Rebe ist natürlich ein nicht unbedingt definierter Begriff. Aber und 90er ist ja auch schon. Und für Chardonnay sind es alte Anlagen einfach. Aber natürlich, wenn man jetzt im Riesling denke ist oder wenn man mit dem Pinot im Burgund ist oder selbst auch bei uns, dann sind das natürlich alles noch keine uralte Anlage. Aber es sind wirklich Anlagen, die gut verwurzelt sind und die sehr gut zu uns passen, von der Gegend her auch. Und die Weine, also das sind auch im Prinzip, auch hier versucht man wieder eher diese Brillanz, die Kühle im Prinzip mit ins Glas zu kriegen, selbst in so warme Jahrgänge. 18 war auch ein Jahrgang für uns. Friedrich hat die Story jetzt auch schon 10-mal gehört, aber ich muss jetzt nochmal durch. Wir waren in Südafrika 2014. Waren wir für ein Praktikum in Südafrika und da haben wir... Ich bin gespannt, was du da erzählst. Ja gut, die andere Story ist da. Aber auf jeden Fall, es war eine geile Zeit. Aber auf jeden Fall war dort üblich, dass man nachts rausgegangen ist und nachts gelesen hat. Also im Prinzip von 12 Uhr nachts haben die angefangen und haben bis um 6 oder 7 Uhr morgen gelesen. Okay. Ein bisschen Kühle zu haben. Um einfach halt auch diese Frische einzufangen irgendwo. Und man hat halt, sobald du eine Traube abschneidest, passiert was. Also hast du Enzymreaktionen. Mhm. Und desto wärmer es ist, desto schneller gehen diese Enzymreaktionen vor sich. Und dementsprechend haben wir in 18 versucht, diese Sachen einfach auch so kühl wie möglich reinzukriegen. Wir haben in 18 ging es los bei uns am 21. August mit der Lese. Das heißt, da waren noch Erntetage, da hat es einfach halt auch noch 35 Grad gehabt über den Tag. So haben wir einen LKW angemietet, kühler LKW, mit dem sind wir rausgefahren in Weinberge, haben 50 Kopflampen gekauft im Prinzip und sind mit der Erntehelfer dann im Prinzip um 3 Uhr nachts raus und haben Gläser bis um 9, je nachdem, so gut wie es ging im Prinzip. Und das Ganze dann direkt in den LKW und kühl gehalten und frisch gehalten. Und das war uns ganz wichtig, im Prinzip auch in so
immer Jahrgang, trotzdem diese Geschliffenheit irgendwie reinzukriegen. Mhm. Ich glaube, dass das sicherlich auch großen Einfluss darauf genommen hat, diese Art. Aber natürlich ist es nur wieder eine kleine Stellschraube, die man drehen können. Und so versucht man halt jedes Jahr im Prinzip die Stellschraube optimal einzustellen und so gut wie möglich das auch zu interpretieren, was man gegeben bekommt von der Natur. Weil am Schluss müssen wir es nehmen, wie wir es kriegen. So haben wir aber trotzdem versucht, einfach eine Leichtigkeit reinzubringen. Also wir sind auch in 18 bei der Chardonnay. Da kann man schon trinken. Um die 12,5 Volumenprozent. Und ja, wie gesagt, mit dem Ausbau genau das gleiche wie beim Malterdinger Weiß. Aber es ist halt nicht einfach nur früh gelesen, sondern es hat halt Druck und es hat Ausdruck, ne? Und Konzentration. Weil so oftmals, ich finde es so ein bisschen missverständlich, immer wenn man denkt, oder wenn viele sagen, in kühle Jahre, musst früh lesen und da hast du niedrige Alkohol und dann probierst du die Weine, die fallen auseinander. Der Wein ist brutal komplett. Ja, ich meine, der Lesezeitpunkt ist noch die letzte Möglichkeit, dass du irgendwas ein bisschen reparieren kannst, vielleicht. Also wenn du richtig früh gehst, ne? Also du musst vorher schon ein bisschen alles danach auslege. Und ich glaube, wenn du auch so wenig Einfluss wie möglich im Weinberg hast, ist das auch ein bisschen, verhält sich das ein bisschen anders mit der Reife. Ne? Also du kriegst schnellere physiologische Reife im Gegensatz zur Zuckereinlagerung dann, wie wenn du, sag jetzt mal, synthetische Pflanzenschutzmittel draufballerst und Grünlese machst und so weiter, dann wird das Wachstum gestoppt und dann geht es wieder richtig ab, ne? in der Beere, in der Traube. Ewig von dem her, oder? Ja, das vielleicht auch nochmal Laubschnitt. Ne? Laubschnitt, dass du einfach die Rebe will ja, also die Rebe wächst ja normal nach oben, bis zur Kaps, dann wächst sie auf die Breite. Und wenn du halt einfach die Rebe wickelst, dann geht halt... Du schneidest sie nicht ab, du wickelst sie so... Korrekt, obenrum, wickelst sie obenrum. Ja. Also in allen Weinbergen machen wir es nicht, aber gerade so in heißen Jahren, dann vor allem in der trockenen Lage, da wollen wir natürlich den Wuchs mitnehmen, den wir dann auch kriegen. Das sind ja eher die Faktoren vielleicht, die dann so frische Führung... Weil den Wuchs nimmst du mit, weil das dann der Traube was entzieht, oder was? Oder wie? Warum nimmst du den mit? Ja, im Prinzip will ich diese Laubwand ja auch erhalten, weil sie mir auch wieder Schade bringt. Okay. Also wenn ich sie halt kapp, dann ist die Laubwand auch wieder kürzer. Das ist manche Jahre auch sinnvoll im Prinzip, wenn die Photosyntheseleistung, wenn der Motor zu stark rennt, ne, im Prinzip und mir auch zu viel Zuckereinlagerung habe. Aber gerade in so Jahrgängen wie 20, die auch einfach von der Vegetationsperiode her oder auch wie 18 so trocken waren, da freut man sich natürlich um diesen Wuchs, den man hatte im Sommer. Ja. Und du hast schon mehr alte Blätter als junge Blätter, dann im Geizlaub, die dann gemäßigter sind als die Photosynthese. Ja. Okay. Also das ist schon auch irgendwo... Interessant. Jetzt wird's deep. Du wolltest wissen? Ja. Chin-chin, ich würde sagen, wir schauen schon mal an. Oh, mein Glas hat schon wieder nichts. Oje. Guck mal, wenn man so die Presse durchstöbert, dann steht da drin, du bist eigentlich der Taktgeber für Chardonnay in Deutschland. Wie ist das, wenn man sowas über sich liest? Oh, hast du das gelesen? Ich hab's. Peinlich ist das. Ja, da kriege ich immer rote Bart. Ja, ich sage. Nee, das würde ich so jetzt nicht behaupten. Ich glaube, es bewegt sich unheimlich viel im Chardonnay-Bereich. Ganz, ganz viele Winzer fangen auch an, sich auf die Rebsorte zu fokussieren. Ein paar Kumpels von uns auch. Der Tobi Knewitz konnte mal in Geisheim dann auch überzeugen von der Rebsorte. der vorher wirklich ja auch, ich meine, er sagt immer, Riesling, und da hat er auch völlig recht, dass Riesling für ihn in Aberheim einfach die wichtigere Rebsorte ist. Aber dennoch ist Chardonnay, glaube ich, für ihn mittlerweile einfach auch für die Aufmerksamkeit wahnsinnig wichtig geworden. Ja. Sagt er das immer noch, dass Riesling die wichtigere Rebsorte ist? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also können wir auch machen, was wir wollen. Das ist ja auch gut so. Das ist auch gut. Aber nein, so. Egal, was der Knewitz sagt, ich muss jetzt mal sagen, du bist schon eher so von der bescheidenen Fraktion. Ne? Also so Lob und so kannst du nicht so abschreiben. Ich hab's nicht gern. Nee, hast du nicht gern. Okay, dann. Nein, man freut sich über jede gute Presse, ganz klar, und über jedes Kompliment. Am Schluss ist einfach halt auch, kriegt man ja auch die Arbeit gedankt, die man das ganze Jahr über immer auch einsteckt. Aber vor allem ist das funktioniert nie alleine. Und das sage ich auch immer ganz, ganz oft. Da gehört viel dazu. Da gehört die Probiererei dazu, wenn wir im Prinzip unterwegs sind. Da gehört das komplette Team dazu. Und da gehört auch das dazu, was mein Vater davor geschaffen hat, im Prinzip die Weinberge. Also im Prinzip erntet man gerade die Lorbeere, was eigentlich vorher geschaffen worden ist. Dementsprechend bin ich da auch immer ein bisschen zurückhaltender, weil man doch nicht alles in der Hand hat, was das angeht. Ich denke, darfst schon mal jetzt mal stolz sein auf deinen Wein, also oder? Ja, okay. Oder? Ja. Ihr macht ja alle am Tisch auch Chardonnay. Was sagt ihr zu dem Chardonnay? Ist schon ein Brett, oder? Ja, ich finde schon, dass das stimmt, was du gesagt hast. Ja. Du bist gerade mein Lieblingsgast, was? Stimmt, was du gesagt hast. Okay. Das war auch schon. Das ist jetzt nicht gewohnt.
Kriegst du mehr Kontra dann schon? Ja, mal hier beim Jochen, was meinst denn du? Ja, wir baden das dann halt ein bisschen gesettelt. Ja, gesettelt auch ein bisschen. Netter auch. Netter auch noch. Nette Art, habe ich gesagt, netter. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen von deinem Weingut hier, Friedrich. Hä? Da hängt ja noch mehr dran. Das ist Gastronomie, Hotellerie, Weinhandel. Ja, ich sage jetzt mal so, wir Kellers sind ein sehr umtriebiges Volk, so ein bisschen. Also müsste schon auch immer ein bisschen was zu tun haben und kommen wir oft auf neue Ideen, die man dann auch gerne umsetzt und sowas. Ja. Aber im Prinzip, wie du sagst, also unser Ursprung war eigentlich die Gastronomie. Ja. Also von Anfang an. Also der Schwarze Adler, den gibt es seit 500 Jahren im Familienbesitz, so seit, ich glaube, 130 oder sowas inzwischen. Das mit Wein ist erst so ein bisschen entstanden. Also klar, zwischen den Weltkriegen ein bisschen, aber dann ist das schnell abgebrochen und nach dem Zweiten Weltkrieg so Stück für Stück dann. Und erstmal mit Fasswein und Genossenschaft und keine Ahnung was. Aber daher war die Idee immer, einfach Weine auch zum Essen machen. Ne? Also an der großen Tafel Menschen zusammenbringen, weil Wein ist, denke ich, auch ein kommunikatives Mittel. Ne? Also das braucht einfach viele Leute, die mittrinken und die Spaß bringen. Und das ist so ein bisschen unser Anliegen einfach insgesamt. Ne? Ja. Und deswegen sagen wir halt, Wein und Essen, das passt so 100% zusammen. Ist ja auch so. Der Weinhandel, deswegen, weil man einfach auch viel lernt. Ne? Das ist jetzt unser Fokus. Aber so ist unsere Historie. Ne? Und also die Oma hat schon den ersten Stern erkocht. Das muss man vielleicht sich mal reinziehen. Das ist ja schon krass. Ja, damals offiziell nicht ganz wahrscheinlich, weil das noch ein bisschen kleinhalten wurde in den 60er Jahren. Aber die Oma hat der erste Stern erkocht. Ja. Genau. Und ihr habt immer noch einen Stern. Jetzt wieder, witzigerweise. Also wir haben, wie lange ist das da? Also über 50 Jahre. Also ein Jahr habt ihr mal verloren, aber es ist der längste Stern, würde ich mal so sagen. Oder? Wir haben über 50 Jahre am Stück gehabt und dann ein Jahr nicht. Und jetzt haben wir ihn wieder. Jetzt habt ihr ihn wieder gut gemacht, ja. Ja, nee, das, ich meine, mein Bruder wird auch irgendwann die Gastronomie übernehmen, dass ich das auch, ich meine, ich mache da jetzt nicht viel, aber dann habe ich es ganz los von der Backe. Ich wollte das gerade mal, also wenn man sich das so anguckt, das ist schon krass. Also ich meine, es sind jetzt ja 3 Restaurants mittlerweile, die ihr habt. Dann habt ihr das Weingut, dann habt ihr das Hotel. Ja. Dann, auch wenn ihr den Weinhandel jetzt nicht mehr so nach außen vermarktet, aber das ist schon, das hört sich nach verdammt viel Arbeit an. Und dann ein Weingut auf dem, also nee, das ist jetzt dein Wein da drin, aber auf dem Level, das ist ja jetzt, das muss man erstmal alles hinkriegen auf einmal. Ja, nee, das geht nur, wie es Julian gesagt hat, und so ist es bei mir auch wahrscheinlich auch. Einfach mit guten Leuten, die man hat, mit guten Mitarbeitern. Eine klare Zielausrichtung auch so ein bisschen, weil dann können die Leute auch viel, viel besser in dem Unternehmen leben und sie können viel besser sich vielleicht identifizieren. Also im Kopf muss man schon wissen, welchen Wein man machen Fall, will. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, bei euch dreien gleich, gell? Da du brauchst im Kopf die Vision für den Wein. Die Idee ist. Ziel muss in der Birne sein. Also. Die Idee ist vorher da. Klar. Und dann legst du die Strategie danach aus. Also das passiert dann immer. Und so ist es auch mit den verschiedenen Dingen jetzt bei uns. Ich meine, ich hab meine Mutter, die das sehr viel macht, was Gastronomie angeht, mein Bruder und super, super Mitarbeiter. Also von dem her, ja, das ist auch eingespielt. Es hat sich ja gut entwickelt jetzt. Der Bruder hat auch Koch gelernt. Und zwar auch auf ganz hohem Level. Dann hast du noch einen Bruder und der hat internationale WWL studiert. Also das heißt, du kannst dich auf den Wein konzentrieren, die anderen machen dann irgendwann mal den Rest. Ja, nee, das hast du gut gemacht. Ja, ich bin Wein. Das war die Mutter. Ah, die Mutter hat das alles. Viel Mama. Mama hat den Weitblick. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, sie hat, glaube ich, das Gespür, dass sie uns nicht irgendwie in eine Ecke drängt, uns verpflichtet zu irgendwas, sondern uns Freiraum lässt. Und das hat sich ausgezahlt, glaube ich, weil jeder seinen Bereich ein bisschen hat. Also ich im Wein, der Vincent, der mittlere Bruder, der macht mich im Fußball. Ne? Ja. Das wäre auch so ein bisschen ein Teil von unserer Historie wahrscheinlich. Das ist ja eine echte Historie, die Fußballhistorie. Wäre das nichts auch für dich gewesen? Ja, ich habe ein bisschen zu wenig Talent gehabt. Ach so. Also. Warst du eifersüchtig auf deinen Bruder? Bemüht, ja, du kannst also ich habe so nicht gewesen. Du kannst wirklich gar nichts. Also, ich war eher so der Wadebeißer, so der kleine Terrier auf dem Platz. Ja. Ja, wär's sorry, gerne noch geworden, aber... Ja, klar. Ich stoße mal nochmal an, Leute. Aber du hast ja auch mal, wollte ich auch mal. Ja, aber ich habe auch mit Unfall. Ich hab mir alles gebrochen, was man sich so brechen kann beim Fußballer kaputt gemacht, aber ansonsten nicht. Also die meisten Winzer wollten Fußballer werden. Das ist eigentlich total verrückt. Der Philipp, der schart ja immer noch unter dem Tisch, wenn Philipp er Philipp und der Stefan. Der hat es immer noch auf. Der hat mir schon 25 Mal erklärt, dass das der letzte Saison war. Das ist und Stefan ist nicht besser. Aber bei dir ist tatsächlich, muss man sagen, ist ja eine ernstzunehmende Fußballtradition hinten dran. Ja. So, also der Opa, wenn ich das richtig gelesen habe, der war schon da mit dem Sepp Herberger befreundet. Fritz Walter war, glaube ich, der Taufpate von deinem Vater. Also dann der Vater beim FC Freiburg und jetzt DFB. Und also ich meine. SC Freiburg.
Entschuldigung. Das ist wichtig. Ja, sorry. Da sieht man, ich bin nicht so drin im Fußballthema. Ja, das ist okay. Also da kommt man um Fußball ja eigentlich nicht drum rum, oder? Nee, das ist schon auch eine Leidenschaft auf jeden Fall. Ne? Ja, also, das ist ja ganz klar. Auch viel bewegt worden, ne? Also für den SC. Ja, klar. Ich meine, der SC zum Beispiel ist ja auch ein grundsympathischer Verein, mit dem man sich auch sehr gut identifizieren kann. Also du gehst immerhin, wenn ein Spiel ist. Ich würde auch so gern wieder mal ins Stadion gehen. Also das ist wirklich, ich liebe das. Hast du dann auch Trikot und alles? Nein, aber Stadionwurst und dann Bier und also eher so. Das ist ja auch auf einem hohen Niveau in Freiburg, ne? Ja. Aber weißt du, dieses Erlebnis einfach, wo hat man denn so emotionale Ausbrüche wie? Hier jetzt vielleicht, ja. Aber das können wir jetzt in alle zwei Wochen machen, oder? Sonst meldet sich mein Leber irgendwann Rot, okay. Oder? Ja, okay. Oder auch schon Riesling von dir. Aber ich habe mich wirklich jetzt, bis du das jetzt übernommen hast, also du hast 2015 übernommen, das Weingut, vorher schon ein bisschen mitgearbeitet, aber du hast gesagt, so im Teenageralter wollte deine Mutter immer schon mal, dass du bist, oder wolltest du jetzt eigentlich so, hast du gesagt, Mutti, ich bleib mal vom Fernsehen? Ja, nee, ich habe Mama gesagt, ich will jetzt mal Jugend noch genießen irgendwie, weil es früher oder später wäre schon dazu kommen irgendwie. Ja. Das habe ich schon im Kopf gehabt. Das wusstest du? Ja, ziemlich, ja. Also außer halt Fußballprofi. Ja, das hat dann nicht funktioniert. Das hat nicht geklappt? Nicht ganz. Da habe ich mich dann so reingefunden, sage ich jetzt mal. Okay. Also die Lehre und dann Geiselheim und sowas, das war Step by Step. Aber ich war jetzt nie als 12-Jähriger, 13-Jähriger auf dem Traktor oder in der Rebe immer unterwegs. Also da habe ich ein bisschen Abstand dazu gehabt. Ja, und jetzt vorher nur mal so, hat dann quasi alles vorher dein Vater gemacht. Das Weingut, das alles. Hat er überhaupt mal geschlafen? Nee, also mein Vater ist schon jemand, der das braucht. Ne? Also der braucht den Stress. Nicht den Schlaf, den Stress. der muss gefordert werden und er braucht da immer neue Herausforderungen und so weiter. Ach, viel Freizeit hat er dann gehabt. Ne? Nee. Aber wenn du das machst, was deine Leidenschaft ist, dann ist es, glaube ich, auch okay. Bist du auch glücklich, ne? Also, dann kann man das, glaube ich, gut miteinander vereinbaren auch. Aber letztlich auch bei dir hat der Vater eigentlich schon auch ein wirklich sehr gutes Weingut übergeben. Er hat ein gutes Lagenportfolio aufgebaut, oder? Ja. Das kann man so sagen. Ja. Und dann hast du trotzdem, also beim Übernehmen, jetzt ist der Vater ein charismatischer Typ. Ich glaube, fast jeder kennt jetzt seinen Vater. Ja. Und trotzdem hast du die Freiheit gehabt, das so zu machen, wie du jetzt meinst, das machen zu wollen. Ja, schon. Und da bin ich auch super, super dankbar. Ja. Über die Basis einfach, über die Grundlage, die mir da gelegt wurde. Ich meine, ich habe auf natürlichem Weg dann viel Verantwortung bekommen. Ne? Also weil er einfach dann auch mit anderen Dingen beschäftigt war. Und war ja vielleicht auch ganz gut. Ja, eben. Weil ist diese Generationenübergabe ist ja immer auch ein Riesenthema. Ne? Ja. Und bei mir war es das so, dass es ein Vakuum gab und ich da reingrätschen konnte. Ne? Ja. Also, und ich habe trotzdem gesehen, dass es in manchen Dingen vielleicht Entwicklungsmöglichkeiten gibt, weil die Zeit sich auch verändert hat, der Zeitgeist sich verändert hat. Ich sag's jetzt mal, wie du es gesagt hast. Du hast gesagt, vielleicht war die Marke auch größer als das Produkt. Ja, vielleicht war das so, ja. Also, und das war aber auch eine Chance. Ja, war eine Chance. Also ich finde, mir stand es so ein bisschen am Scheideweg zwischen einfach groß und viel zu machen irgendwo, in die Menge zu gehen. Ja. Vielleicht dann auch mehr in Lebensmitteleinzelhandel zwangsläufig, muss er dann vielleicht auch. Ja. Und auf der anderen Seite dich zu entscheiden, auch wirklich herkunftsorientiert und qualitätsbewusst Weine zu produzieren. Ja. Also einfach kleiner und fokussierter werden und halt zu sagen, man will halt eher zu den Besten gehören. Das hört sich jetzt blöd an, aber das ist halt oben drin. Ich meine, das war dann irgendwann die Marschrichtung, dass man gesagt hat, man will zu den Top-Burgunder-Betrieben in Deutschland gehören. Und dann hat man alles danach ausgelegt. Ne? Und das ist dann viel einfacher auch zu arbeiten, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Egal, ob es Marketing ist, ob es die Mitarbeiter sind, ob es einzelne Entscheidungen sind im Weinberg. Das ist einfach, wenn du weißt, wo du hin willst, dann fällt dir alles leichter von der Hand. Und mag er deine Weine? Ja, ich denke schon, ne? Ja. Was sagt denn, wenn er deine Weine trinkst? Ach, guck mal, du lächelst so ein bisschen. Ja. Nein, der provoziert, der Vater provoziert ja auch gern. Dann sagt er auch, das haben wir schon immer so gemacht und keine Ahnung was. Und das ist jetzt auch nichts Neues. Und also solche Dinge. Ne? Also, mir foppen uns da halt abends. Und ich sage, ja, früher waren wir noch gut und so. Und jetzt anders, oder wie? Ja. Was haben wir denn jetzt im Glas? Jetzt haben wir ein großes Gewächs. Eichberg nochmal? 2018. Genau. Du könntest auch mal hier. Ich hab's vorgetragen. Hätte die Flasche auch so schön. Ich muss das hab ich extra trainiert. Das ist jetzt ganz, ganz cool, dass wir es jetzt probieren, weil es so ein bisschen das Pendant ist. Wie die Schlossberg in Weiß ist Eichberg eigentlich in Rot. Mhm. Weil er die höchste Signifikanz hat, so ein bisschen auch was die Herkunft angeht, so die Typizität über die Jahre auch. Mhm. Ist unser dunklerster Typ, also wo man meistens den Vulkan auch rausschmeckt.
am erdigsten, also so ein bisschen Rauch, maskuliner von der Art her, von der Tiefe auch, von der Frucht. Und trotzdem kriegt der Eichberg das jedes Jahr hin, dass er trotzdem die Frische hinten raus noch behält. Ne? Also dass er eine puristische Art hat, dass er einlädt zum Trinken. Weil man von der Nase vielleicht auch meinen wird, der hätte jetzt keine 12,5 Alkohol und der hat vielleicht auch so ein bisschen mehr Wumms oder hatte reifere Frucht und sowas, aber er kriegt es immer hin, dass er die Gradlinigkeit hält irgendwo. Also das ist das Besondere am Eichberg. Und gerade in Jahren, die 18 jetzt. Hast du eigentlich perfekt beschrieben, weil ich habe es genauso gedacht. Er wirkte schon warm. Ja. Links, ne, und dann hast du eigentlich die Präzision hinterher. Cool. Ja. Das ist einfach immer typisch für den Eichberg. Ne? Und deswegen, ist das vom Rebmaterial? Das ist ziemlich eine Mischung. Ja, Pinot Clos natürlich aus Burgund, Selektion Marsalis dabei. beim Julian durfte ich was schneiden von der Selektion von seinem Vater, was eine sehr gute Selektion ist. Und auch alte Rebe. Auch klassische Clos. Ja, ist auch dabei. Ja. Aber nur so 30% oder sowas. Ja. Ungefähr. Also, alles möglich. Die finde ich aber auch, ist ja schön, dass du das auch signifikant hast, finde ich. Und, ja. dann aber merkst du auch die Präzision von der... Ja, der Saft in 18 ist schon richtig cool. Also die Entwicklung auch, ich meine, das geht uns allen so. Wir probieren ja immer wieder Weine und es ist ja eine stetige Entwicklung, was so ein Betrieb macht. Und wir haben jetzt halt im Prinzip gerade wir haben drei super Pinot-Jahrgänge. Ich glaube, für Riesling war es auch ähnlich. Also gerade wenn man 19 denkt vor allem. Ne? 19 war kann 19 ist eigentlich richtig geil. Aber wir haben auch für die Pinots im Prinzip richtig, richtig Glück gehabt in den letzten drei Jahrgängen mit 18, 19, 20. Das sind ganz, ganz tolle Weine. Und ich finde, das hebt auch nochmal das Burgunder-Level in Deutschland auf ein anderes Niveau, wie da, wo wir davor waren. Mm. Und das ist einfach, jetzt sind wir wieder beim Punkt Klimawandel, ne? Aber das sind immer noch Jahrgänge oder dann auch im Prinzip Periode, wo wir gerade noch profitieren. Also wo wir tatsächlich... Ja, wir profitieren voll. Ist echt wahnsinnig. Also gerade diese... Natürlich ist es ein bisschen trocken manchmal hier und da, ne? Aber jetzt, also bei uns ist von der Böde her immer noch super versorgt. Wir sind wirklich noch safe. Und das ist aber das, dass die... Das Kitzeln dann im Prinzip. Also so immer an der immer an der Grenze ist und dann noch die Wärme dazu. Das ist echt cool, das ist wirklich super. Und ich finde, man hat diese Anmutung in der Nase, es hat den Charme, es hat den Saft. Und dann bleibt es aber wirklich unheimlich präzise am Gaumen. Ne? Das franzt nicht aus, die Gerbstoffe bilden wirklich so diese Kontur, diese Linien an der Zungenränder. Und das ist das, was ich unheimlich mag. Und das, was auch 18 mega gut kann. Und das sind ganz, ganz tolle, große Rotweine, die, glaube ich, auch wenn sie jetzt schon so zugänglich sind und so charmant sind, trotzdem wahnsinnig lange Reise wäre. Ja, aber das ist ja auch nicht normal. Ne? Das muss man auch dazu sagen. 18 kann auch ganz anders sein. Das finde ich so spannend, wenn du jetzt die Weine mal probierst. Grandiose Präzision. Also wirklich richtig großer Respekt, weil das ist ja, es war ultra warmes Jahr. Ich glaube, das bringt die Vorzüge. Aber du hast aber auch da Hausaufgabe machen müssen. Und das habt ihr komplett. Oh, super. Also hast schon richtig was im Mund, das finde ich schon aber auch geil. Und trotzdem ist es nicht fett. Die sind so brutal. Ja, genau. Ist fein. Also, ja. Aber manchmal ist es nur fein und du hast nichts im Mund. Das finde ich auch scharf. Das ist sehr einfach zu trinken, glaube ich, wenn wir eine Frage müssten. Doch nochmal über Born to be Wine Gästezimmer nachdenken. Ja, wirklich so. So, Julian, du hast das Weingut 2014 übernommen. Letztlich eigentlich so, wie du das eigentlich nicht wolltest, schätze ich mal. Nämlich, weil dein Vater verstorben ist. Musstest du da eigentlich direkt rein, ne? War natürlich dann noch voll in der Ausbildung, wenn man so möchte. Ja. Ne? Also war noch in Geisheim noch nicht abgeschlossen gehabt. Wir waren jetzt beide nicht die fleißigste Studenten, dementsprechend. Also abends waren wir super. Bei dem, wo es drauf ankam, da war in den richtigen Kursen. Aber dementsprechend sind auch noch ein paar Klausuren liegen geblieben und auch noch die Thesis. Und ich konnte das dann aber glücklicherweise auch durch das gute Team, also auch durch Geisheim, der mir da auch wirklich wahnsinnig viel ermöglicht, konnte ich zum Großteil auch von zu Hause aus fertig machen. Ja, super. Wir hatten zwar diese Übergangsfrist, man wusste, dass mein Vater krank ist. Die Nachricht kam im Herbst 2012 und da war natürlich klar, dass der Fokus jetzt anders liegen muss. Und natürlich wäre man gern nochmal, ich wäre super gern nochmal ins Burgund, ich wollte unbedingt in die Champagne noch, weil auch die Schaumweine früher bei uns ganz, ganz großes Thema war. Und hoffentlich auch wieder wäre. Ja, die Ideen waren, da waren viele Ideen, wo man noch überall hin möchte eigentlich und was man noch sehen will. Aber dann war der Fokus natürlich schon aufs Weingut zu Hause, weil man braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis man mal drin ist,
bis man die Lage kennt, ja, bis man die Abläufe im Prinzip planen kann. Das merkst du ja heute noch, jedes Jahr, wie du deine Weinberge jedes Jahr wieder ein Stück besser kennenlernst. Lebenslange Lernprozess. Genau, ja, genau. Also das, und da war es natürlich, gerade jetzt 14 war für, gerade vor allem für Spätburgunder nicht einfach. Es war das erste Jahr, wo Kirschessigfliege mit aufkam, wo das Thema war, wo noch keiner wusste, was ist das und was passiert. Und dann war es von der Menge her auch jetzt ein gutes Jahr, sage ich mal. Es war spannend, ne? Aber man war natürlich schon auch nervös irgendwo. Man wollte keine Fehler machen. Aber desto nervöser man ist und desto angestrengter alles ist, desto mehr Fehler macht man natürlich auch. Ja, so sind wir in 14 gestartet und haben versucht, das Beste draus zu machen, ganz klar. Aber man würde heute auch wieder viele Sachen anders machen. Ist das denn, wenn man jetzt, weil dein Vater hat ja wirklich schon da echt auch was vorgelegt, das Weingut war ja schon auf dem Top-Level, was die Weine anging, auch wenn du jetzt noch ganz viel verändert und nochmal an den Schrauben nach oben gedreht hast, hast du auch unter Druck gestanden? Ich meine, da hängt ja auch eine Familie dran, die will ernährt werden, du weißt, du musst da auch was rausholen und da liegt schon so ein Level. Klar, ihr habt den Geisenheim studiert, aber man weiß ja auch nicht gleich alles, also oder? Das ist schon, also ich glaube, das ist ja auch das Geisenheim. Es ist ein Studium und ein Studium öffnet deinen Blick. Ja? Ja. Aber das Studium formt dich ja nicht. Du wirst ja eher von anderen Sachen geformt. Dementsprechend war der Druck war da, der Druck war auch, der war auch nicht klein. Also es waren ein paar Faktoren, wo ich glaube ich auch wahnsinnig Glück hatte. Muss ich auch ehrlich sagen, die Presse war auch super zugewandt und hat auch wirklich toll geschrieben immer. Und dadurch, es wurde auch berichtet und es ging weiter. Das hat uns natürlich auch bestärkt irgendwo. Mhm. Auch wenn die Jahrgänge, das waren sicherlich mit die schwierigsten Jahrgänge, die wir im Weingut hatten. Mhm. Aber trotzdem hatte man wahnsinnig viel. Ja, muss man sich ja erstmal finden. Ne? Also hatte man wahnsinnig viel Rückhalt. Trotzdem auch von der Presse und auch von unserer Kundenstruktur, auch unsere Privatkunde, unsere Händler und unsere Gastronomen, die haben das alle mitgetragen. Wenn man wirklich so Spielerei getrieben hat in 14, ja, wo man sich auch ausprobiert hat, auch mit 15 und 16 und immer weiter versucht hat, seinen Weg zu finden, selbst da sind uns wirklich der Großteil wahnsinnig treu geblieben. Und das ist auch das, wo man dann auch merkt, dass man einfach auch so, dass eine große Familie ist irgendwo. Ja. Aber den Mut musst du auch haben. Finde ich auch. Muss man auch mal sagen. In dem Moment zu sagen, ich meine, das ist ja nochmal eine spezielle Situation, dann zu sagen, ich mache aber trotzdem meinen Stiefel und probiere einfach die Erweiterung. Genau. Das muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon aus der Ferne beobachtet, habe ich mir gedacht, Hut ab. Das meine ich ganz ernsthaft, ohne jetzt Honig ums Maul zu schmieren, weil ich das ernsthaft finde, weil du erstmal sagst, sicherheitshalber, wir machen so, wie wir es gemacht haben. Fertig, ne? Da sind alle zufrieden. In dem Moment, weil gerade war ich auf uns der Fokus auf Presse, nach der Situation, dann zu sagen, ich mache es aber, wie ich es will, das ist schon gut. Also das war schon, das habe ich echt, muss ich ehrlich sagen, echt bewundert, wo ich gedacht habe, sensationell, muss man echt mal so machen können und auch mal sagen, ist mir egal. Ja, ich war 24, ne? Es war auch gewissermaßen einfach so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, wenn man ganz ehrlich sind. Das war einfach so, zack, reinfahren und ich hab das im Kopf, ich habe eigentlich die Idee im Kopf. Aber klar, man hat sich gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Vielleicht war das auch Das ist halt noch wenn du das alles so, wie Jochen das gerade sagt, ich glaube, wenn man das alles so im Kopf hat, ne, und sagt, oh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, das lähmt einen, ja. Also insofern war das vielleicht gerade gut so, wie du es dann gemacht hast. Ja. Ne? So, jetzt kommt ein Wein von dir, ich bin ganz gespannt. Ihr habt gesagt, Spätburgunder kann man ja auf ganz verschiedene Arten denken. Welche Art hast du denn im Kopf? Rosé. Diese Frage. Nur Rosé. Fangfrage. Sieht man. Also Spätburgunder ist schon auch, ich glaube, was die rote Rebsorte angeht, mit einer von der anspruchsvollsten Rebsorte. Mhm. Intellektuell, ja. Für Spätburgunder zahlst du, glaube ich, in deinem Leben das meiste Lehrgeld. Mhm. Weil du machst so viel falsch. Du wirst jedes Jahr wieder denken, hätte ich das einen Tick anders gemacht und so weiter. Ne? Aber das ist einfach auch so. Und ich denke, Spätburgunder schon in diesem Maße, es muss ein wahnsinnig animierender Wein sein. Man muss wirklich immer Lust haben aufs letzte Glas. Und das letzte Glas, sagte Friedrich auch immer, muss das Beste gewesen sein, nicht das erste. Und das ist, das ist auch gut gesprochen. Das ist echt ein guter Spruch. Das finde ich unheimlich wichtig und es darf niemals banal wirken. Ne? Es muss immer fein sein, es muss Komplexität bringen und vor allem muss es auch die Herkunft widerspiegeln. Das kann Spätburgunder einfach wahnsinnig gut. Und ich glaube, wenn es dazu noch passt, also jetzt gerade auch, wenn es ein bisschen ausgereifter ist von der Art her, dann kann das unheimlich charmant schon sein, einfach auch in der Jugend. Was der für eine Würze hat, oder? Ist das nicht? Ne? Habe ich es wieder falsch ausgedrückt? Nein, überhaupt nicht. Nee, ist ein brutal kompletter Wein. Beeindruckend. Also wie der andere vorher fand ich auch schon. Wir reden über
18. Ne? Ja. 18, das hat Schliff, das hat Struktur, das hat Saft. Ist auch ausverkauft wahrscheinlich. Ich finde Spätburgunder, da hast du 100, fand ich beim Andi auch, hat der Andi extrem treffend gefunden, weil es ist ja auch schon Rebsort, die brutal anspruchsvoll ist und die verzeiht ja gar nichts. Ja. Ja. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Also gut und günstig, hat er gesagt, geht nicht. Nee, geht nicht. Geht auf keinen Fall. Bei mir hängen geblieben. Oh. Hat er sogar mal recht, ja. Hat er sogar. Viele Grüße, ich war ja. Der Schlupf. Oder wieder. Aber, trotzdem, Jochen, du machst eigentlich fast gar keinen Rotwein mehr, gell? Du machst noch ein bisschen St. Laurent und das war auch der letzte Jahrgang, oder? Ich mach tatsächlich, wir haben auch Spätburgunder, aber... überhaupt nicht. Spätburgunder St. Laurent, wir machen zwei. Einmal ein Blend, Spätburgunder St. Laurent. Wirklich einfach zu kombinieren, weil wir uns konzentrieren wollen. Gerade wenn du so Sachen probierst, weißt du auch, schaffst du das so zu fokussieren, den Fokus so drauf zu halten, um auch was das auf dem Level zu arbeiten. Ich glaube, wir machen einen guten Pinot. Mhm. Wir geben uns auch wirklich viel Mühe. Mhm. Aber ich weiß auch, dass es irgendwo seine Grenze hat. Und deswegen sagen wir, machen einen, den wir mal gut, den wir für alle Leute, die einen guten Pinot trinken, werden wir uns nicht enttäuscht sein. Okay. Aber ich glaube, das ist nochmal eine Stufe, wo wir uns ganz klar auch sagen, da haben wir weder die Genetik momentan, ja, also auch das, wir haben auch eines gepflanzt, aber auch da brauchst du Alte und da brauchen wir noch lange nicht drüber reden. Noch, dass wir haben auch den Fokus auf Riesling und auf Weißburgunder. Und, ja, also, das ist ja auch Typsache irgendwann, weil du hast gewisse Ressourcen in deinem Kopf. Auch, ich liebe es, aber ich liebe so zu trinken. Und dann, ich weiß, dass ich das machen kann, dann lass ich es halt. Ja, ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und sag aber, dann habe ich aber, das ist mir wichtig, dann aber auch der Anspruch, es so gut zu machen, dass wenn ich jetzt irgendwo, ist oftmals im Ausland, dass man immer, wenn man über unseren Pinot wird mehr im Ausland getrunken als im Inland. Und dann willst du nicht, weil du immer neben Burgunder stehst, immer ausnahmslos. Du willst nicht einen Korea dem Importeur erklären, warum der Pinot jetzt so schmeckt, ja, sag ich jetzt nur so, sondern dann muss es einfach bestehen können und vielleicht überraschen über tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Mm. So, das ist für den Standard. Wenn du dann aber sagst, jetzt will ich High-End, dann sind es so viele Schritte mehr. Also in die Kategorie? Ja, oh, Gottes Wille, muss ich mal fragen, auch da immer die Möglichkeiten auch. Also wie jetzt allein schon, wenn du über Traube kommen rein, sag ich jetzt mal, ich glaube, wir machen vorher einen guten Job, wie gehe ich damit um? Mhm. Das kriege ich in der Phase gar nicht hin. Mhm. Und wir sind, glaube ich, schon, wir probieren immer besser zu werden. Und ich habe mir hier dein, es war total spannend, dein Podcast, wo du dieses... Schneiden wir raus, das ist ganz klar. Wir sind doch open-minded. Das war total spannend. Auch mal denkst du über so viele Einzelschritte nach. Das, glaube ich, mache ich mehr beim Riesling. Und da muss ich einfach dann auch sagen, so, wir machen es bis zur Kategorie und die Anne übergeben. Aber ist das nicht auch gut? Also ich meine, wir haben doch gesagt, die Leute, die alle den Bauchladen haben, also ihr habt doch auch gesagt, Silvana, Kerner, alles raus damit. Ihr habt euch auch fokussiert, du fokussierst dich vor allem auf Riesling und ein paar Burgunder, oder? Chardonnay, Weißburgunder, ne? Aber dein Chardonnay mag ich auch. Ja. Darf ich auch mal mögen, gell? Ja, gut. Das ist so spannend, weil ich genau das sage. Meine Eltern haben auch 91 Standorte angefangen zu pflanzen, aber 91. Und da freue ich mich schon über die Altgenetik. Und dann redest du halt über die 50er. Und dann sagst du, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Weil darum geht's. Und dann gehst du ins Burgund und siehst einfach die alten Stöcke. Weißt du, brauchst gar nicht viel und weißt ganz genau, warum es so funktioniert. Also kaufst du dann die Burgunder von denen und die kaufen den Rest von dir, oder? Wenn du sie kriegst. Das macht am meisten Sinn. Das macht am meisten Sinn, gell? Schwierig. Ihr seid ausverkauft, da auch ausverkauft, alle ausverkauft. Schwierig. Ja, mit Winzer kriegt das immer noch hin zu dir. Das ist immer der Gott sei Dank. Eine Winzerreserve, ja. Ja, klar. Also, Es ist unterkalt und ich wollte es jetzt einfach noch mal ein bisschen kälter probieren. Ja, clever, clever. Clever, oder? Clever, der Jochen. Ich bin immer froh, dass der dabei ist. Clever. Aber das wird echt spannend, was noch mit dem Pinot passiert. Ja, das ne? Treffen wir uns in 5 Jahren hier nochmal, oder? So Schnellfragerunde. Julian, was kann der Friedrich gar nicht? Ja. Und jetzt sei ehrlich. Manchmal fehlt ein bisschen Diplomatie, aber er ist dafür sehr direkt und das ist genau das, was ihn ausmacht. So, und Friedrich, ne? Was kann der Julian nicht? Genau das, was ich nicht kann, aber schon. Deswegen ergänzen wir uns gut. Er ist manchmal zu lieb, wenn es ums Weinprobieren geht. Da habe ich jetzt richtig aufgepasst, weil Friedrich hat gesagt, wenn der Julian sagt, oh, der Wein ist aber gut temperiert, dann weißt du, der schmeckt ihm nicht. Aber heute hast du
du nur gute Sachen über die Beine gesagt. Ja. Ich glaube, du machst es. Ja, 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 tatsächlich. Was kann der Friedrich gar nicht? Schneller aufstehen nach dem... schneller aufstehen. Beispiel heute Morgen. Beispiel heute Morgen. Und vor allem ohne Kaffee geht gar nicht. Geht gar nicht. Was umgekehrt da? Dann nehme ich einen Morgenmuffel. Ja, ich kann nicht kicken. Das wollte ich ja. Julian, zwei linke Füße. So, was bringt euch auf die Palme? Also Neid natürlich auch so ein bisschen auf jeden Fall, das ärgert Neid? Mich, ja. Mhm. Und sich mit Dingen zu arg aufhalten, die Zeitverschwendung sind. Ja. Also sei so es Bürokratie oder sei es... Nein, überhaupt nicht, dann kriege ich was Gutes zum Trinken. Also, das gut. Julian, das bringt dich auf die Palme. Was mich wirklich auf die Palme bringt, ich bin am Überlegen. Was ist... Soll ich erstmal eine andere Frage stellen? Ja. Okay. Ich überlege mit dir, okay. Boah, also das ist wirklich, wenn ich Kohldampf habe, wenn ich Hunger habe, dann, und es dauert dann zu lang. Ist ganz schlimm. Boah, das kennen wir aber alle, oder? Dann muss schnell gehen. Das ist, da könnte jetzt meine Mutter fragen, die würde ein Lied davon singen. Deine Mutter hat gesagt, was du gar nicht kannst, ist kochen. Ja, das stimmt, das ist. Ja, ich koche, bin ich echt in Null. Was ist das Coolste am Winter sein? Boah, ich glaube, es gibt wenig Berufe, die so vielfältig sind. Ich meine, wir sind unheimlich naturnah. Wir arbeiten draußen wirklich. Wir begleiten das Jahr im Prinzip komplett mit. Wir begleiten Jahrgänge über mehrere Jahrzehnte. Ja, das ist schon, du schaffst was Zeitloses, du versuchst was Zeitloses zu schaffen. Du machst eine Generationsarbeit, die du im Prinzip auch weitergibst. Du bist aber trotzdem, hast du solche Momente, dass du zusammenhockst und das Produkt genießt. Du bist auch, man kann viel unterwegs sein, wenn man möchte. Ja, und man hat einfach eine wahnsinnige Vielfältigkeit. Man verfeinert ein Produkt, wo man wirklich denkt, das probiere hoffentlich die nächste Generation noch. Und das ist das, was das, glaube ich, einzigartig macht. Ja, was wirklich, da bleibt auch was von einem. Ne? Ja. Als ich bei dir war, hast du Sekte gemacht, ne? Flaschengärung. Mhm. Die waren da in dem Rüttelpool. Ja. Und da hast du gesagt, der letzte Jahrgang von deinem Vater. Ja. Ja, das sind genau solche Sachen. Man trinkt im Prinzip Geschichte. Man produziert Geschichte auch irgendwie auf einen gewissen Punkt. Weil die Weine spiegeln ja auch immer irgendwo so ein bisschen das Jahr wieder. Und dann, wenn man so einen Wein trinkt, wenn man den Wein trinkt aus einem bestimmten Jahrgang, dann man versetzt sich wieder rein, man überlegt, was war denn da alles. Mhm. Und es ist immer im Prinzip, also gerade jetzt auch, wenn natürlich auch Menschen nicht mehr da sind, dann sind das auch nochmal besondere Momente, ne, wenn man dann die Sache auch probiert. Ja. Und das ist, glaube ich, schon, das macht es einzigartig. Also ich wüsste nicht, wo das, wo es das sonst so gibt, ja. Muss ich halt auch Ergebnis machen direkt, ne, also. Auch wichtig. Was ist das Nervigste am Winter sein? Der Jochen hat diese Fragen alle schon beantwortet. Der kann sich doch entspannen. Ich bin total entspannt. Es gibt bestimmt noch mehrere Antworten, weißt du? Also. Morgen danach. Oh, das ist ein guter. Das ist ein guter. Das Berufsrisiko, meinst du jetzt? Ja. Ich könnte zum Beispiel sagen, aber es ist banal, dass die Natur manchmal macht, was sie will und sowas, aber auf der anderen Seite ist es genauso cool. Also, deswegen zählt es nicht. Also, das Einzigste, ne? Ja, es ist eher dann wieder die Bürokratie. Was einen wirklich so nervt, weil ich glaube, wir sind alles keine Büromenschen. Wir sitzen nicht gern am Schreibtisch. Man wolle eigentlich draußen sein, entweder bei den Leuten oder man wolle draußen sein im Feld. Oder man steht im Keller und versucht das Ganze wirklich dann auch so perfekt zu machen, wie man es auch möchte. Mhm. Ich weiß noch, das war auch früher bei meinem Vater so. Meine Mutter musste ihn zwingen, dass er ins Büro kam. Also wirklich, da wurde dann feste Zeiten eingeführt, wo er im Büro sein musste, weil er es nicht wollte. Geil. Weil er einfach gesagt hat, er macht's nicht. Und da kommt dann auch wieder die Geschichte auf, dass halt Marketing vernachlässigt wird, aber du kümmerst dich halt mehr um die Weine. Das ist, glaube ich, das, dass du als Winzer halt auch nicht, du kannst auch nicht alles können. Was war das Wichtigste an der Zeit in Geisenheim? Der Austausch. Intensität und seinen Horizont zu erweitern einfach insgesamt. Ne? Ja. Also, ich war in Weinsberg, aber wir haben es genau dasselbe gemacht. Wir haben auch im Endeffekt ein paar Leute damals zusammengetrommelt, wo wir gesagt haben, wir holen uns gute Weine. Und so also hast du ja nicht viel davon, ne? Das ist ja auch immer so. Du hast ein paar Leute, die es kapieren, mit denen hockst du dann zusammen und haben glücklicherweise noch einen Gastronomen-Nachbar in der Nachbarstadt, mit dem wir immer versackt sind, der dann zugekocht hat. Da lernst du mehr als bei allem anderen. Lehrbetriebe wahrscheinlich. Ja, ich meine, die Basis ist schon auch wichtig, ne? Und man kriegt ja auch mehr bei der Vorlesung mit, wie man denkt vielleicht auch. Ja. 100%. Und Geisenheim ist schon gut. Geisenheim ist super. Ja. Es bleibt ja auch was hängen, wo vielleicht auch unterbewusst oder gar nicht so... Ja, nee, aber ich meine auch BWL oder sowas, was man hatte. Ne? Also banale Dinge, ich denke immer an die erste BWL-Stunde zurück, wo es darum ging, ich habe vorher schon mal gesagt, um das Ziel und die Strategie rauszubilden, einfach ganz, ganz banal. Ja. Aber wenn das in deinem Kopf einfach dann mal drin ist irgendwann, dann hilft dir das jeden Tag weiter. Also, ja. Ich glaube, das kam ja aber auch raus heute und ich glaube, das haben wir auch alle gemeinsam, wir haben alle Ziele. Und ob das die Väter schon waren oder Großväter, musste Ziele haben. Wenn du kein Ziel hast, hast du keine Chance. Ja. Ich glaube, wir haben alle dasselbe. Ich glaube, wir streben einfach immer wieder für uns nach dem perfekten Wein, den es wahrscheinlich nicht gibt, aber du halt immer versuchst,
weiterzukommen und irgendwie, ich probiere einen Wein von uns, das ist manchmal schlimm und ich sehe immer erstmal meistens das Negative und manchmal denke ich, oh Mensch, scheiße. Ne? Und dann siehst du erst das Positive und ich glaube aber, dass der Anspruch, weil du sagst, es muss noch mehr gehen, es muss noch mehr gehen, es muss noch mehr gehen und dann ist es umso schöner, wenn man halt so Sachen hat, muss man ja schon sagen, das ist ja schon Freakshow, was wir da probieren von der Detailversessenheit, wenn wir die Weine probieren. Es ist schön, dass man so schmeckt. Und das holt da mal, finde ich, das holt mich immer total ab. Finde ich immer. Mehr brauchst du nicht. Ah, schön, das ist super. Geheimes Talent? Also koche ich nicht. Nee. Tischkicker. Sascha, nee, du hast nicht Tischkicker. Tischkicker. Das kann man draußen stehen. Ja, ja. Gleich aber ruhig. Okay. Viel zu gut. Tischkicker kann ich. Ach, krass. Cool. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche hättest du gern? Ist ja keine Superkraft, aber ich würde einfach gerne, weil es mich mega interessiert, einfach mal 100 Jahre zurück oder irgendwas und da mal so eine Woche leben oder sowas. Ja. Würde mich einfach interessieren, wie die Menschen da drauf waren, wie sich das verhält, weil man auch immer viel über Generationen redet und über die Menschen an sich. Würde mich das einfach, für mich einfach richtig interessieren. Vom Kaiserstuhl? Gerade egal, auch vielleicht in Berlin oder sowas, wo es einfach so Aufbruchstimmung vielleicht war oder einfach ganz andere Dinge mit dem Blickwinkel von heute. Also weißt du, was ich meine, so, was da so ging. Also das interessiert mich immer mega. Auch wenn ich alte Gebäude sehe und sowas, dann denke ich mir immer, was ist da drin passiert und sowas und was hat da stattgefunden. Was denn alles so im Schwarzen Adler passiert? Boah, im Adler schon. Will ich wahrscheinlich auch nicht alles wissen. Was im Adler passiert ist, bleibt im Adler. Ja, wahrscheinlich, aber viele große Persönlichkeiten waren da. Da haben bestimmt viel intensive Gespräche stattgefunden. Wurde viel gesoffen. Ja. Viel große Flasche aufgemacht, von denen wir nur träumen können wahrscheinlich. Ja. Einfach auch Kultur. Ne? Also Essen und Trinken ist eine ist Kultur. Ein großer Teil von unserer Kultur, glaube ich. Mhm. Und in Deutschland sind wir da vielleicht, was jetzt andere Länder angeht, noch ein bisschen hinter dran. Aber das wandelt sich Stück für Stück, glaube ich. Ja. Und wird mehr wertgeschätzt. Drei Sachen, ohne die ein Winzer nicht sein kann? Kein Winzer kann ohne gute Flasche Wiesi. Ne? Das ist das Wichtigste überhaupt. Gute Flasche was? Gute Flasche Wein. Also brauchen wir Übersetzer hier. Das ist schon wieder ein Thema. Was würdest du dir gerne mal für ein Fußballspiel zusammen mit Friedrich und seinem Vater angucken? Oh, ich finde... Geile Frage. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin schon ein Bayern-Fan, gell? Wenn der SC gegen der FC, ne? Boah, ja komm. Ich bin offen. Ach, offen? Ja. Nee, doch, total. Nee. Aber ich habe tatsächlich noch nie in Freiburg Fußball geguckt, würde ich gerne mal machen. Einfach so die Emotionen, das finde ich schon offen. Du schaltest auch ab, gell? Ja, das ist für mich auch... Der Julian geht auch als mit, aber er weiß dann nicht, wer ist. Julian, wir beide müssen dann zusammen, ich habe auch keine Ahnung. Ich kümmere mich ums Rahmenprogramm. Auch schön, ne? Wir holen den Wein. Ah nee, das trinkt man dann. Bier. Ja, Bier und Wurst, ja. Okay. Ich bin immer da, wo laufen soll. Gibt es keinen Wein bei euch im Stadion? Doch. Doch, ne? Aber den trinkt man nicht, gell? Doch. Wir haben immer verschiedene Weinstände. Also Winzer sind immer Gastwinzer, der Philipp war auch schon noch. Das meine ich ja, das ist cool. Ja, cool. Ja. Also waren schon alle möglichen Winzer da. Ja, mhm. Ja, und ihr habt ja auch nicht einfach nur Bratwurst, ihr habt ja wirklich Metzger und sowas. Ne? Ja. So, mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken? Ja, nur mit mir, Julian. Ich finde es hier eigentlich gerade richtig. Das ist genau so, wie es gerade sein soll. Okay, verstehe. Was haben wir eigentlich im Glas? Wir haben was Neues im Glas, gell? Wir haben Geiersberg 17. Das ist quasi unser Hausenhof-Winger. Super. Wir haben Moorstein vorhin probiert. Moorstein hast du 1-2 Schuss, weil da einfach, wir haben 1,5 Hektar Moorstein. Beim Geiersberg ist es halt so, wir haben einfach das unser Kernstück, da haben wir viele Stücke und da kannst du halt einfach viel mehr spielen, da haben wir die älteste Rebe drin und das ist mein Lieblingsweinberg, weil er auch irgendwie halt schon auch sehr speziell ist. Du kannst sagen, Moorstein hat mehr Salzigkeit. Ja, und das ist gelber vielleicht ein bisschen, gelber, früher zugänglich. Es ist definitiv gelber und trotzdem mag ich es unheimlich gern. Ja, ne? Ja, mit dem Thema, was du vorher auch gesagt hast, also du lässt es auch für sich sprechen, also karg und hinter, ohne Restzucker, ohne irgendwas dran. Ich persönlich, und deswegen kommt es auch raus. Ne? Ich persönlich mag 17 unheimlich gern, genau aus dem Grund, das ist so schön puristisch. Ja. Und darum geht es ja zum Schluss auch klar. Jetzt hat ein Chardonnay seine Eigenart, wenn er puristisch ist, oder halt eben die Reduktion, was super schön war, auch bei Pinus. Und beim Riesling ist es eine gewisse Offenheit vielleicht auch, aber trotzdem auch dann hin heraus reduzierter. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn die Sache alt sind, aber ich will auch drauf warten. Ich will unbedingt drauf warten. Ich will einfach, ich bin ein brutal ungeduldiger Mensch, aber ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn man einfach Weiße früh rausholt. Aber den kannst du jetzt halt schon schön trinken. Ja, aber das kann, der wird noch besser. Und das du hast den Moorstein hat noch richtig rumgezickt, finde ich. Finde ich auch. Aber der ist schon. Also, und Kirschbild ist wahrscheinlich die schöne Mitte zwischen allem. Ne? Okay, aber ich habe cool. Riesling kann man ja auch. Wenn du dich so zurückhältst, habe ich Angst. In der Weinkritik. Nein. Hat nichts über das Timbre gesagt. Ich habe doch.
Nein, bitte nicht falsch. Ich finde es total gut, weil das geht mir auch so. Ja. Ne? Du willst ja immer irgendwie auch zum Schluss ehrlich Kommentar geben. Ja. Manchmal ist man ja so versaut, muss man auch sagen, Geschmack, dass man einfach das manchmal schwierig ist, weil man weiß, man ist ungerecht. Ja. Auf der anderen Seite bringt uns das zu dem, was wir auch machen, der ganze Tag. Mhm. Und deswegen auch da probieren. Und ich bin total beeindruckt, wenn ich manchmal höre, was ihr da abfackelt, was ihr probiert. Da bin ich echt neidisch und würde manchmal gerne mitmachen. Ah, ja? Was ich auch denke, wenn du das probierst, wenn du auch gereifte Sachen probierst, um zu verstehen, dann war es halt wirklich was Sache. Aber was ist denn mit dem Spruch, den ich gehört habe, dass je gereifter ein Wein ist, desto mehr gleicht er sich einem anderen an? Also wenn er jünger ist, kannst du noch mehr schmecken, was der Winzer gemacht hat, oder ist das falsch? Das ist so rum. Du musst es andersrum sehen. Also okay. Im Prinzip geht es ja mehr um die... ja. Das bringt ja, den Jule auf die Palme, merkst du? Richtig auf. Nein, ich glaube nicht, dass ich die Weine angleiche, aber es ist, mir schmecken mehr die Machart, wenn sie jünger sind. Okay. Also das ist das. Ne? Also im ersten Teil hätte ich nicht sagen dürfen, zweiter Teil war okay. Wobei, du hast schon auch recht, auch gerade mit was Rebsorte angeht, ne? Also wenn die ganz reif sind, sage ich jetzt mal 40, 50 Jahre, dann gleicht sich die Rebsorte irgendwann eher an, okay. Wie wenn sie jung sind. Es nimmt sich alles eher zurück. Also Primäraromate geht zurück, ja, alles andere zurück. Genau. Und, ja. Okay. Schon so. Was nehme ich jetzt damit? Trotzdem, gereifter Wein, trotzdem gute Frage. Geil, man aber muss die Frage. Man muss die gute Sache... Stoß dich nochmal an. Man muss die gute Sache jung trinken. Kannst du nicht toppen, was er da jetzt sagt. Ja, das ist richtig. Gute Sache jung. Man muss die gute Sache jung und alt probiert haben. Ja. Okay. Das ist das ganz Wichtige, glaube ich. Also 12er Karton weglegen so und jedes Jahr. Das ist so schlecht im Vermarktung. Sagt der Jochen immer schon. Ja, war das jetzt Vermarktung? Ja. Spielen wir runde Tisch gegangen. Vielen Dank, dass ihr da wart, ihr zwei. Es war ganz toll. Vielen Dank, Jochen, dass du die beiden eingeladen hast, mich so gut unterstützt hast. Danke, dass ihr kommen seid. Chin-chin. Auf euch. Auf jeden Fall.